Sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie nochmal hier in der Heinrich-Böll-Stiftung herzlich willkommen heißen. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass Sie, Aras Ören, und Ihre Frau bei uns sind. Und lieber Aras Ören, damit will ich natürlich beginnen. Wir wollen Ihnen im Namen aller Anwesenden ganz herzlich nachträglich zum 80. Geburtstag gratulieren, den Sie unlängst gefeiert haben. Herzlichen Glückwunsch. Als ich die Bilder gerade gesehen habe, also die erste Hälfte, dachte ich, lass uns gleich feiern. Aber noch ein bisschen gedulden wir uns und ohne Sie langweilen zu wollen, würde ich gerne als Gastgeber die Heinrich-Böll-Stiftung, aber auch als Einladende vielleicht ein paar erklärende Worte sagen, warum uns das so wichtig ist und warum wir uns so freuen, dass wir uns heute Abend begegnen und mit Aras Ören diesen Abend verbringen dürfen. Wir alle wissen um die Ambivalenz der öffentlichen Begehung von runden Geburtstagen. Das wollte ich ausdrücklich nochmal sagen. Ich habe gerade mit meinem Vater, der den gleichen Jahrgang hat wie Sie, den 80. Geburtstag gefeiert und habe mir das da auch alles nochmal klar gemacht. Und so ist uns Ihr Geburtstag weniger Gegenstand, sondern eher Anlass, um die große Relevanz Ihres literarischen Schaffens zu würdigen. Eine Würdigung, so wie wir sie verstehen, ist natürlich keine Lobhudelei, sondern ein Sprechen und Hören zu den gesellschaftlichen, politischen, aber auch lebensphilosophischen und ästhetischen Fragen, die Sie uns bis heute stellen und die wir gerne heute Abend besprechen und verhandeln wollen. Alles andere wäre für Sie eine Unterforderung und das wollen wir auf keinen Fall. Wir freuen uns also sehr, dass der Abend endlich da ist. Und es war von Anfang an Ihre große Leistung oder das, was zumindest uns und die Gesellschaft bewegt hat, dass Sie die großen Fragen der migrantischen Gesellschaft uns nahegebracht haben und uns auch zugemutet haben. Und ich würde ganz gerne einige dieser Fragen, die damals wie heute aus unserer Sicht von großer Relevanz ist, einfach noch mal nennen. Erstens, wie sieht eigentlich das Ankommen in einer anderen Gesellschaft aus? Wir haben im Grunde genommen diesen Moment gerade erlebt im Film. Und es gibt ja ein Vielfaltsverständnis in unserer Gesellschaft, das wahrscheinlich die Härte und die Zumutung dieses Ankommens nach wie vor unterschätzt. Bei aller West-Berlin-Nostalgie, die man vielleicht an der einen oder anderen Stelle haben kann, sollte man auf keinen Fall unterschätzen, was das bedeutet, in so einer Stadt anzukommen in dieser Zeit. Und ich erlaube mir, aus Anlass von 30 Jahren Mauerfall auch zu sagen, auch das Ankommen in Ostdeutschland gilt es natürlich gleichermaßen. Und ein Gedanke, den ich jetzt nochmal hatte, auch heute, ist natürlich das Ankommen für viele sehr, sehr hart. Und wir sehen das in dieser Stadt nach wie vor, wenn auch vielleicht mit einer anderen Geschichte und in einer anderen Situation. Und gleichzeitig war dieses Ankommen auch dafür, fand ich den Film sehr sinnbildhaft, bei Ihnen einerseits klar beschrieben und andererseits aber auch immer mit einer großen Zuwendung und Zuneigung verbunden. Zweite Frage, was bedeutet Migration eigentlich für die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft oder vielleicht sogar für ein Heimatgefühl? Das ist ja eine bedeutende republikanische Frage, wie man eigentlich als Teil einer zum Teil einer Gesellschaft wird, beziehungsweise sich als Teil einer Gesellschaft empfindet. Drittens, wie überlagert sich migrantische Herkunft eigentlich mit der sozialen Frage? Wir haben gesagt und
würden es vielleicht sogar immer noch sagen mit der Klassenfrage, auch wenn dieser Begriff völlig aus der Mode gekommen ist. Die Klassenfragen mögen heute anderes sein, obsolet sind sie definitiv nicht. Viertens, was bleibt und was überträgt sich eigentlich von Generation zu Generation? Und auch das ist eine Frage, die wir ja nicht nur diskutieren können, etwa mit Blick auf Migration aus der Türkei, sondern die wir gerade auch diskutieren, etwa mit Blick auf das Zusammenwachsen von Ost und West. Und fünftens, wie kommt Gesellschaft eigentlich zusammen oder wie wir das als Böll-Stiftung formulieren würden, das treibt uns so sehr um, wie entsteht eigentlich öffentlicher Raum? Und in dem Sinn begreifen wir dieses Bild von der Nauni-Straße natürlich einerseits als einen ganz konkreten Ort und alle Aktiven und Freunde des Ballhauses Nauni-Straße seien hier herzlichst gegrüßt. Aber die Nauni-Straße ist natürlich auch ein ideeller, ein imaginierter Ort, so würden wir das zumindest begreifen, für diese Frage, wo sich die Gesellschaft in welcher Form begegnet und wie sie zusammenkommen kann. Man darf, glaube ich, abschließend verraten, dass Sie, lieber Aras Ören, seit langem schon in Charlottenburg leben, also Kreuzberg von Ihrem Wohnort her den Rücken gekehrt haben und als jemand, der jetzt gerade zugegebenermaßen eher notgedrungen, weil man für 5 Familienmitglieder in Kreuzberg gar keine Wohnung mehr findet im Moment, auch in Richtung West-Berlin gezogen sind, also sozusagen geografisch gesehen West-Berlin, so bleibt doch festzuhalten, dass wir Kreuzberg nach wie vor mit großem Interesse beobachten als diesen imaginären Ort, der er vielleicht nach wie vor ist. Hatice Akün, die von hier aus auch schon mal herzlich gegrüßt sei, ist ja inzwischen auch von der Taz zum Tagesspiegel übergewechselt. Und Cem Özdemir wohnt Gott sei Dank noch in Kreuzberg, hält Kreuzberg die Stange, aber erklärt zugleich einem Honoratiorenpublikum bei seiner Schillerrede in Marbach, was Republikanismus heute bedeutet, sozusagen ein Dialog unter Schwaben, Schiller und Özdemir. Auch dazu nochmal herzlichen Dank. Und weil ich gerade bei der Danksagung bin, will ich auf keinen Fall versäumen, Roman Schmidt, Mekon Mesgena und Annika Magnussen von der Heinrich-Böll-Stiftung ebenso wie dem Tagungsbüro zu danken, dass sie diesen Abend hier ganz konkret möglich gemacht haben. Dafür vielleicht ein kleiner Zwischenapplaus. Ich danke Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag und Marcel Lepper von der Akademie der Künste für die Kooperation, die natürlich eine intensive Vorbereitung und eine sehr spannende und lustvolle Vorbereitung auch war. Das ist natürlich ein Gesamtkunstwerk, das Sie, Herr Ören, hier vor sich sehen und keine Einzelleistung. Und mir bleibt Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen und an Marcel Lepper zu übergeben, der jetzt für die Akademie der Künste weiterhin das Wort hat. Vielen Dank und einen schönen Abend. Lieber Aras Ören, bin ich verständlich? Ja. Lieber Aras Ören, liebe Gäste, Freunde, Gastgebende, Beitragende, meine Damen und Herren, die Akademien, Stiftungen, Wissenschaftskollegs haben so ein Geburtstagsmoratorium verhängt. Peter Siller hat es schon gesagt. Und trotzdem an dieser Stelle meine herzlichsten Glückwünsche, und zwar zu beiden behördlich verzeichneten Geburtstagen. Keine Feierstunden mehr. Dieser Abend ist etwas anderes. Dieser Abend ist die Öffnung eines Archivs. Dieser Abend ist der Blick auf ein Buch, eine Neuerscheinung. Und dieser Abend
ist dann auch am Ende ein Fest für Arras Ören. Was will Niazi in der Nauninstraße im Rotbuch Verlag 1973 verlegt? Die Farben leuchten heute noch und diese Sprache leuchtet heute noch zärtlich und durchaus auch ein bisschen zornig und an keiner Stelle gefällig. Und deshalb ist dieser Text bis heute ein großer Text. Der Verbrecher Verlag hat dafür gesorgt, dass er wieder greifbar ist. Und das ist die erste Möglichkeit, auf den Büchertisch hinzuweisen. Nachher nochmal einen Werbeblock für den Büchertisch machen. Was will Niazi in der Nauninstraße? Das klingt preußisch akzentuiert, ein bisschen investigatorisch. Was macht er überhaupt da? Was hat er da zu suchen? Man kann das aber auch anders akzentuieren. Man kann fragen, was will Niazi in der Nauninstraße? Und dann kommen wir heran an Motivationen, dann kommen wir heran an Wünsche und Träume und Ängste. Dann kommen wir auf eine insistente Spur, einen Gedankenweg, an eine Erfahrungswelt heran, in die wir mitgenommen werden, eine Erfahrungswelt der 70er Jahre, die uns so fremd dann doch wieder bei allen Fremdheitserfahrungen in der Sprache, in den auch Gaps zwischen den Generationen, die uns so fremd nicht ist. Der Glanz und der Fluch dieser Pionierleistung hat Sie, lieber Arras Ören, seither begleitet. Der Glanz angesichts aller Deutungen, auch allen Erfolgs, der sich mit diesem Buch verbindet. Der Fluch angesichts der vielen Schubladen oder auch der zu wenigen Schubladen, die man aufgemacht hat angesichts dieses Buchs. Die Literaturkritik und die Literaturwissenschaft arbeiten sich bis heute daran ab. Sie haben ihre eigenen Lektionen zu lernen gehabt, bevor sie eine Sprache, eine nicht paternalistische Sprache gefunden haben für Texte dieser Art. Und es ist kein Wunder, dass es vor allen Dingen aus der Anglophonie die ersten sinnvollen, die ersten nicht betulichen Arbeiten gab, die sich diesen Texten zugewandt haben. Ich denke an Monographien von Ella Gesen oder von Venkat Mani. Und es freut mich besonders, dass ausgerechnet in einer Zeitschrift, die im späten 19. Jahrhundert im mittleren Westen in den USA gegründet worden ist und die damals ganz unanglistisch den Titel Monatshefte trug, aus einer Einwanderergesellschaft heraus jetzt ein Heft geplant ist, eine Sonderausgabe für Arras Ören. Die größeren Arbeiten stehen noch bevor und das Archiv der Akademie der Künste ist dafür ein Ort. Das Archiv bewahrt den Bestand Arras Ören, den Vorlass, wie die Archivare sagen, für die Forschung, für die Öffentlichkeit erschlossen mit Manuskripten, Briefen, mit Handpressendrucken, mit Ton- und Filmdokumenten zur literarischen und kulturpolitischen Arbeit seit den 70er Jahren. Die Projektion, die Sie eingangs gesehen haben, die Sie dann im Treppenhaus nochmal sehen, gewährt Ihnen Einblicke und Ihnen allen gehört dann auch die Einladung ins Archiv, wenn Sie das interessiert, wenn Sie recherchieren, wenn Sie lesen wollen. Dafür ist das Archiv da. Was kann ein solches Archiv leisten? Zunächst eine Mise en valeur, das Einrücken in Kontexte, Innovation, literarische Innovation, Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts. Und ich bin sehr froh, dass dieses Archiv nicht die nationale Zuschreibung im Titel hat, sondern dass es ein Archiv der Künste, ein Archiv einer Akademie der Künste ist. Und ein Archiv, das Texte bewahrt, die vielsprachig sind vom Anfang an. Das hat mit der Exilphase zu tun, mit den vielen, die 1933 dieses Land verlassen haben und die dann Spuren mitgebracht haben und selbst andere Sprachen gelernt haben. Russisch, Englisch, Spanisch, Französisch, vieles andere. Und es ist ein Archiv, das natürlich auch die heutigen bewahrt, die vielen, die in vielen Sprachen schreiben, in Berlin, in Offenbach, an vielen Orten. Was will die Gegenwart, was will die Gegenwartsliteratur von Niazi? Altbekannte und jüngere Freunde sind heute Abend versammelt, um darüber zu diskutieren. FC Delius ist da, der die Niazi-Unternehmung von Anfang an verfolgt hat. Und Safiye Can ist da, die 40 Jahre nach Niazi ihr eigenes Debüt vorgelegt hat und uns zuletzt mit den Kindern der verlorenen Gesellschaft eine Vorlage gegeben hat zur poetologischen, aber auch zur sozialen Reflexion. Robert Stadelober ist da, der auf den Spuren von Ideal gehen wird, aber das ganz zum Schluss.
Archive haben es mit Zeitschichten zu tun. Wenn wir der Kunst, der Spracharbeit, der Übersetzung eine Vermittlerfunktion zumuten, dann vergessen wir leicht manchmal das Wagnis, das sich mit den fragilen Freiheiten der Kunst verbindet. Das Wagnis, das bedeutet dann auch, dass wir in der Lage sein müssen, uns dem Schwierigen, dem Sperrigen auszusetzen. Wir sind einerseits konfrontiert tatsächlich mit Drohgesten, mit Inzivilität, mit Gewalt in der Alltagssprache, in der politischen Sprache, in einem digital kommunikationsüberhitzten Alltag. Es wäre aber ein Fehlschluss, daraus zu folgen, dass die Kunst zahnlos sein müsse, dass wir eine harmlose Kunst brauchen. Das Wagnis bestünde vielmehr darin, sich auf Metaphern, auf Hyperbeln wieder einlassen zu können. Ein Poem ist nicht zu verwechseln mit einem Pamphlet, ein bisschen Gattungstheorie kann nicht schaden. Ich habe gelernt, dass mein Recht auch ein Recht ist. Nie wieder verzichte ich auf mein Recht, und wenn es mein Leben kostet. Nur weil Sätze wie diese von Aras Ören es uns nicht leicht machen, sind wir hier. Widerspruch ist an anderer Stelle gefragt. Ich habe in diesem Jahr in der kultur- und wissenschaftspolitischen Debatte in Berlin oft an einen Vorlesungstitel von Aras Ören, Tübingen 1999 gedacht. Eine Metropole ist kein Völkerkundemuseum. Harter Satz. Debatten, die international schon lange geführt werden, erreichen uns spät. Niazi ist ein Stück angekommen in der Nauninstraße. Wir wünschen uns, dass dieser Text auch ankommt in den Lehrplänen, in den Lesebüchern auf Türkisch und auf Deutsch. Kann man sich für die Diskussionen, die wir vor uns haben heute Abend, auch für dieses Fest, einen besseren Partner wünschen als die Heinrich-Böll-Stiftung? Ich bin dankbar, Peter Siller, Roman Schmidt, dass wir hier sein dürfen. Mein Dank geht an Annika Magnussen, an Mekon Meskena, an allen, die das Gelingen dieses Abends möglich gemacht haben. Ein großer Dank geht im Archiv der Akademie der Künste an Helga Neumann, die das Werk von Aras Ören bei uns im Literaturarchiv kenntnisreich betreut, für detaillierte Vorbereitung, für die Einblicke in die Bestände, die Text- und Bildauswahl. Ich danke Jörg Sundermeier, dem Verbrecherverlag, und da kommt der zweite Werbeblock für den Büchertisch, falls Sie den ersten vergessen haben sollten. Und ich danke nicht zuletzt rechtepolitisch Renate von Mangold, Erik-Jan Overkerk, Landesarchiv Berlin, RBB, dem SWR für Foto- und Filmrechte. Es ist Zeit, dass Aras Ören selbst zu Wort kommt. 1974, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Poems Niazi, gab er dem SWR ein Interview. Und wir hören da mal rein. Der dem SWR vor vier Jahrzehnten dieses Interview gab, ist heute Abend bei uns. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Aras Ören. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, schön, Sie alle hier zu sehen. Ich fühle mich richtig geehrt als 80-jähriger junger Mann. Der Titel meiner kleinen Rede könnte so lauten: Mein Treffen mit der Geschichte, die gleichzeitig die Geschichte von Millionen Menschen ist. Und da war Anfang ein Gedicht. Aras, jeden Abend kommst du so wie eine müde Pappel von der Arbeit. Deine hängenden Bartzipfel, zwei Untergrundkämpfer in stummer Revolution. Du Reicher von gestern, dem seine Piratenschiffe abhanden kamen. Aus dem Buch Deutschland, ein türkisches Märchen. Diesem Dichter verpassten selbsternannte Kenner der Materie, ich meine das ironisch, zugleich ein Etikett.
so wie es auch auf Marmeladengläsern zu finden ist. Auf dem Etikett stand Gastarbeiter. Ich mochte dieses Wort von Anfang an nicht. Das Wort ist eine Anonymmacher, voller verdeckter Erniedrigungen. Es fängt Menschen ein, macht sie unsichtbar und erklärt sie für nichtig. Das Wort bringt die Menschen nicht zusammen, es trennt sie. Es ist voller Bitteressenz. Du Gastarbeiter komm, du Gastarbeiter geh. Die so Gerufenen verstanden am Anfang nicht einmal den Inhalt. Hätten sie es verstanden, sie hätten es nicht ernst genommen. Ich erinnere mich an ein hier entstandenes türkisches Lied, das damals gern gesungen wurde und einiges verständlich macht. Alemannia, Alemannia, benden enayi bulamannia. Deutschland, Deutschland, du kannst keinen dümmeren Menschen finden als mich. Es zu zeigen, singen war eine Seelenmassage, eine Katharsis. Diejenigen, die das sangen, hatten keine Sprache. Also schreibe ich für sie. Und plötzlich gab es Gesichter, Namen, Menschen. Das ist die Kraft des Wortes, das vermag die Literatur. Ich möchte hier aus einem Rundfunkinterview aus dem Jahr 75 zitieren. Die Lösung unserer Probleme ist mit den hiesigen Klischeevorstellungen unmöglich. Wir leben in einer hochentwickelten Industriegesellschaft in Europa, aber mit unserem eigenen Charakter, mit unserer Geschichte und Kultur und nicht mit blonden Haaren und Goethes Faust unter dem Arm. Max Frisch schrieb, wir haben Arbeitskräfte gerufen und es sind Menschen gekommen. Ja, Menschen mit eigenen Namen, eigenen Glauben, einer bäuerlichen Kultur. Erst hier sind sie namenlose, gesichtslose Arbeiter geworden. Für ihre Landsleute in der Türkei blieben sie immer Bauern. Aber heute möchten einige daheim gebliebene Türken mit den damaligen Gastarbeitern den Platz tauschen. Doch früher hieß es über die mit schweren Holzkoffern und Plastiksäcken bepackte Landsleute an deutschen Bahnhöfen, naserümpfend. Die liefern ein völlig falsches Bild aus, von uns in Türken. Aus einem Bauer wird nie ein Mensch. Das sagten die, bei denen Eltern oder Staat ein Stipendium finanzierten. Erlauben Sie mir eine kleine historische Rekapitulation. Von 1950 an gab es in der Türkei größere Veränderungen, die sowohl struktureller wie auch sozialpolitischer Natur waren. Die Veränderungen machten sich in jeder Gesellschaftsschicht bemerkbar. Zuerst langsam, ab 1960 immer unaufhaltsamer. Sie stürzten die Land in eine Überlebenskrise bis an die Schwelle des Zerfalls. Dann zur wirtschaftlichen Inflation gesellte sich die Auflösung der Werte. Nicht nur die Türkei machte diesen Wandel durch. Auch in den hochentwickelten Industrieländern, in der das Wirtschaftswachstum nie gekannte Ausmaße annahm, mussten im Zuge einer weltpolitisch und steuernde Konjunkturflaute Strategien aufgegeben und neue Wege gefunden werden. Diese Veränderungen ergriffen das Bewusstsein vieler Menschen. Diese Veränderungen ergriffen das Bewusstsein vieler Menschen. Dazu passt ein Gedicht aus dem Buch »Mein recht großer Augen« 1964. Ein hässlicher Mond kommt herauf, eine schreckliche Nacht. Aus dem Teichen springen die Fische, das Meer ergießt sich in den Wald. Dazu einige biografische Notizen.
Von Unterbrechungen abgesehen arbeitete ich 10 Jahre lang am Theater. Wir wollten das herkömmliche türkische Theater verändern. Die Theaterleute meiner Generation waren damit auf ihre Weise erfolgreich. Sie richteten das Theater zugrunde. Erfolgreich waren auch tonangebende Vertreter einer provinzlerischen, nachaffenden Bourgeoisie, die ihren seichten Geschmack und ihre Profitsucht als Maximen durchgesetzt hatten. Ich war unzufrieden. Wir waren eine Generation ohne Identität. Was der Westen über Jahrhunderte hinweg und Klasse auf Klasse als Kulturleistungen geschaffen hatte, infizierte uns, stand aber in keinerlei Beziehung zu unserem Leben. Gleichzeitig stieß uns die degenerierte, verlogen, traditionalistische oder den Westen imitierende Kultur unseres eigenen Lebenskreises ab. Ich packte meine Sachen und fuhr nach Berlin, in die Stadt, die ich schon einmal vagabundierend durchstreift hatte. Dieses Mal jagte Berlin mir bei meinem neuerlichen Kommen Angst und Schrecken ein. Ich erhielt eine Lochkarte und fand mich als Hilfsarbeiter in einer Fabrik. Aus dem Buch Mitten in der Odyssee 1989. Mein Lebensgefühl und wohl auch das vieler Gastarbeiter in dieser Zeit beschrieb ich in einem folgenden Gedicht. Der Mann, der Europa veränderte. Wegweisersprüche hörte man aus seinem Munde nie. Nie sah man seine Faust geballt. Verführen ließ er sich auch nicht von schönen Worten. Grub tief die Hände in die Taschen. In Knopfloch steckte noch eine rote Nelke, verwelkt, Relikt von einem 1. Mai. An einer Mauer aufgespießt, zahllose seiner Schreie, immer noch zu sehen. Weit weg der Weg, nächtelang, schlaflos. Ein gerahmtes Bild, wer weiß, wer es malte. Auf diesem Bild, das ihm durchaus nicht ähnelte, sah man sein lächelndes Gesicht, das ihn und jeden anderen Betrachter täuschte. Ölverschmiert war seine Arbeitskleidung. Das war aus dem Gedichtband Das Wrack 1986. Der Mann, dem in Knopfloch die rote Nelke von 1. Mai verwelkte, schreibt über diese Gastarbeiter seine Arbeitskollegen. Die sind jetzt nicht mehr gesichtslos, namenlos und identitätlos. Das über sie Geschriebene verschafft ihnen einen Raum in der Geschichte. Ich bin sicher, die dritte, auch die vierte Generation der Arbeitsmigranten und Migrantinnen, die Anwälte, Ärztinnen, Dönerbudenbesitzer, Kindergärtnerinnen, Gemüsehändler oder Mitglieder des Parlaments und Fabrikanten geworden sind, werden sich nicht für Eltern, Großeltern und Urgroßeltern schämen und die eigene Herkunft vertuschen. Aber sie werden die Demütigungen ermessen können, mit denen ihre Vorfahren lebten. Wenn sie sagen, hey du, komm mal her, komme ich. Ich komme auch dann, wenn ich die Worte, hey du, komm mal hier, nicht verstehe. Wenn sie sagen, hey du, geh, geh ich. Ich gehe auch dann, wenn ich die Worte, hey du, geh, nicht verstehe. Ich bin sicher, die Kinder und Enkel dieser Arbeitsmigranten werden nichts dramatisieren. Sie werden wie die junge Emine in meinem Buch Die Fremde ist auch ein Haus, der dritte Band meiner Berliner Trilogie, ihre eigenen Schlüsse ziehen. Emine schrieb an den türkischen Generalkonsul in Berlin und an den Berliner Innensenator. Sehr geehrte Herren,
Weil ich im Pass meines Vaters stehe, passiert mir alles, was meinem Vater passiert. Von der Steppe angefangen, die er hinter sich herschleift, seit nämlich zu Ende der 50er Jahre eine Bagger in der Steppe kam und anfing, den Boden aufzuwühlen. Hinter dem Bagger erschien eine Straße, die Fremde begann. Die Fremde begann schon in der Heimat, aber mein Vater nannte sie Deutschland. Ich nenne sie jetzt Türkei. Als ich herkam, war ich 5 Jahre alt. Seit 10 Jahren bin ich hier. Meine Brüder sind in Berlin geboren. Wo ist jetzt meine Fremde? Wo meine Heimat? Die Fremde meines Vaters ist meine Heimat geworden. Meine Heimat ist die Fremde meines Vaters. Streichen Sie bitte meinen Namen im Pass meines Vaters. Ich möchte einen eigenen Pass in der Tasche haben. Wer mich danach fragt, dem will ich ehrlich sagen, wer ich bin. Ohne Scham, ohne Furcht und fast noch ein bisschen stolz darauf. Das Jahrhundert, in dem ich lebe, hat mich so gemacht. Geboren 1963 in Kayseri, Wohnort Berlin-Kreuzberg, Emine. Ja, wie gesagt, der Text stammt aus meinem Buch »Die Fremde ist auch ein Haus« von 1979. In diesem Jahr ist meine Berlin-Trilogie erneut verlegt worden. Genau 46 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes. Im Vorwort steht, ich widme diese neu verlegte, jetzt 46 Jahre alte Trilogie der ersten und zweiten Generation von Menschen aus der Türkei. Sie haben einen unvergesslichen Anteil an unserem heutigen Wohlstand und kulturellem Reichtum. Und nicht zuletzt waren sie ein historisches Prüfstein unserer Demokratie und Toleranzfähigkeit. Wir sollten diese bescheidenen Menschen dankbar dafür sein, dass sie frischen Wind in unsere alte europäische Kulturlandschaft gebracht haben. Sie änderten sich selbst und Europa. Sie forderten, ohne es zu wissen, einen neuen europäischen Humanismus. Ihre Kinder sind längst Europäer geworden. Ihnen mag die Trilogie dabei helfen, der Geschichte ihrer Väter und Mutter näher zu kommen und sie vor dem Vergessen zu bewahren. Denn auch in der Gegenwart steckt die Vergangenheit und die Zukunft. Ja, die Fremde ist auch ein Haus oder soll zu einem Haus werden. Einwanderungsbewegungen gibt es seit Menschengedanken. Manchmal schneller und intensiver, manchmal langsamer. Die Welt ändert sich eben. Einst träumte der aristokratische Goethe von einer die Welt verbindenden Literatur. Ich träume von einer Weltkultur, in der sie die Menschen gegenseitig achten. Dafür brauchen wir Regeln. Es sind heute die Wanderbewegungen, die neue Schattierungen schaffen. Aus dem Orient kommend, aus Afrika wanderten die Menschen auf Autobahnen Richtung Europa, Richtung Deutschland, das Handy und damit die ganze Welt in der Hand. Diese Menschen waren vollgesogen mit den Versprechungen von Demokratie und Menschenrechten. Sie fühlten sich frei, frei von 200 Jahre alten Gesetzen und Moral. Nun musst du, Europa, du, Deutschland, damit umgehen. Das erfordert ein neues Denken, die Welt neu gestalten, mit und für alle jene, die schon da waren und die dazu gekommen sind. Deutschland, du sollst mit uns auf alle deine Einwanderer stolz sein. Und Deutschland, dafür darfst du bleiben, wie du bist, souverän, respektvoll und großzügig in Sachen Toleranz. Deutschland, wir sind auch stolz auf dich. Zum Schluss möchte ich der Heinrich-Böll-Stiftung danken, ebenso wie der Akademie der Künste und dem Verbrecher Verlag. Also Dr. Peter Siller, Dr. Helga Neumann,
Professor Dr. Marcel Lepper und Jörg Sundermeier, die diesem Abend möglich gemacht haben. Dank gebührt auch meinem Übersetzerin und Übersetzern, die mir ihre Sprache geliehen haben. Mein besonderer Dank gilt den schon verstorbenen Übersetzern der Berlin-Trilogie, Ahmed Schmiede, Johannes Schenk und Gisela Kraft, sowie meinen Freunden Jürgen Theobaldi und F. Sedelius für ihre präzise Spracharbeit. Dankeschön. Lieber Arasören, wer Geburtstag hat, soll auch Geschenke bekommen und solche Geschenke werden jetzt bereitgestellt. Jetzt können Sie sich ausruhen. Wir werden aus den Texten hören, aus den Jahren 1973 und folgende. Es lesen auf Türkisch und auf Deutsch Safiye Can und Robert Stadelober. Das macht nichts. Dankeschön. Bayan Kutser'in komşuları. Deli rüzgar bir gün bir Türk'ün bıyığını savurdu ve bıyığının peşinden koşan Türk kendini Nauni'nin sokağında buldu. Sessiz, kendi halinde, orta yaşlı bir kimseydi. Bayan Kutser'in alt katına yerleşmişti. Yemez, içmez, para biriktirirdi. Sonra, günün birinde, geldiği gibi sessizce çekip gitti. O gitti ama ardından kadın, erkek, çoluk, çocuk, memleketlileri sükun etti ve Nauni'nin sokağını taze kin dolu, özlem dolu, umut dolu bir bozkır havası kapladı. Ve Nauni'nin sokağı yaban illerinin o yitik insanını loş, rutbeli, göğsünde uyuttu. Nice akşamlar, nice sabahlar derken herkes her şeyin o sokakta, her şey herkesin o sokakta yadırganmaz bir parçası oldu. Öyle ki bugün Türklerin olmadığı bir Nauni'nin sokağı belki sokaklığından kaybetmez ama şu yaşlı günlerin sonunda çocuksu bir başlangıçtan olurdu. Frau Kutzers Nachbarn. Ein verrückter Wind eines Tages wirbelte den Schnurrbart eines Türken und der Türke rannte hinter seinem Schnurrbart her und fand sich in der Nauninstraße. Er zog in die Wohnung unter Frau Kutzer. Er war zurückhaltend, ein Mann mittleren Alters. Er aß nichts, er trank nichts, er sparte nur. Dann eines Tages, wie er gekommen war, ist er leise wieder gegangen. Er ist gegangen, aber ihm nach drängten seine Landsleute. Frauen, Männer, Kind und Kegel und die Nauninstraße wurde voll von frischem Thymiangeruch, voll frischem Hass, voll Sehnsucht, voll mit Hoffnung, bedeckt mit Steppenduft. Und die Nauninstraße, dämmerig feucht, nahm sie auf, die aus den Orten der Wildnis. An so vielen Abenden, an so vielen Morgen
wurde jeder in dieser Straße jedem vertraut und jedes Ding von jedem in dieser Straße ein gewohntes Stück, sodass heute die Nauninstraße ohne Türken zwar noch die Nauninstraße wäre, aber an ihren alten Tagen ohne neuen Anfang. Niyazi Gümüşkılıç. Bayan Kutser'in bir üstünde oturuyor, 41 yaşında, bekar, 7 yıldır Almanya'da pres ustası. Preussack firmasında gece vardiyası olduğu zaman kazanda çalışır. Ayda eline net 1140 mark geçer. Oturduğu kata 74 mark kira verir. İç içe iki oda, bir mutfak, 100 numara 3 kat aşağıda. İyi Almanca bilir. Giyimine özenir. Ve kulaklarının altına inen favorileri vardır. Niyazi Gümüşkilic. Er wohnte eine Treppe über Frau Kutzer, 41 Jahre alt, ledig, seit 7 Jahren in Deutschland. Stanzer, wenn Nachtschicht ist, arbeitet er im Ofen, bei der Preussack. Monatlich kriegt er 1140 Mark auf die Hand. Für die Wohnung zahlt er 74 Mark. Zwei winzige Zimmer, Küche, Abort 3 Treppen tiefer. Er kann gut Deutsch, achtet auf sein Äußeres und hat Koteletten bis unter die Ohren. Hele bir konuşmaya başlayalım. Hele bir konuşmaya başlayalım. Hele bir anlatmaya başlayalım. Yaşamımızdan, kavgamızdan, kaba ve ağır olur ağzımızdan dökülenler. Öyle ya, işleyerek aletleri nasıl ve neler yaşadık ve bu yaşadığımızı neler işarettir nasıl yaşayacağımıza. Naunün sokağında birlik lokali, eskiden sütçü dükkanıymış. Kapısının üstünde daha yazıları duruyor silinmemiş. Tıka basa dolu. Ve bir hoşnutsuzluk yayılıyor gelişi geciktikçe Niyazi'nin. Kazım kürsüye çıkıyor. Kürsünün arkasında boydan boya kırmızı bir afiş asılı. Emekçiler emeğine sahip çık yazılı. Muhterem işçi arkadaşlar, vaktimizi daha boşa geçirmemek için sorunlarımızdan konuşalım. İsteyenler kalksınlar, yaşadıklarını, gördüklerini, düşündüklerini anlatsınlar. Fangen wir erst einmal an zu sprechen. Fangen wir erst einmal zu sprechen an. Fangen wir erst einmal an zu erzählen. Von unserem Leben, unserem Kampf. Schwer und roh spricht die Geschichte aus jedem Mund. Denn nicht wahr, was haben wir alles erlebt, während wir die Werkzeuge in den Händen hielten? Und was wir erlebt haben, zeigt sich darin, wie wir leben. Der Clubraum in der Nauninstraße, über der Tür steht noch die alte Schrift des ehemaligen Milchladens, ist gedrängt voll und Unmut kommt auf, je länger Niyazi ausbleibt. Also tritt Kasim ans Pult, vor das breite rote Spruchband, Werktätige, fordert die Früchte eurer Arbeit. Kollegen, damit unsere Zeit nicht vertan ist, wollen wir über unsere Probleme sprechen. Das ist ein Vorschlag. Wer will, steht auf und erzählt, was er erlebt hat, was er gesehen hat und was er denkt. Yapı işçisi Dieter'in düşünde Kreuzberg'i güzellemesi. Terk edilmiş demiryolu köprüleri, yıkık depolar, çalılar bitmiş diplerinde ve lağım sularında plastik bebekler yüzer. Kokuşmuş sularında boş konserve kutuları. Pamukları fırlamış şilteler, yastıklar şurasında, burasında sokakların. Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter asfalt döşüyor evinin önüne. Vitrinleri nasıl suskun, tozlu, karanlık. Yapışkan değil, bağırmıyor. Bir de üst üste yığılı ne ararsan var içlerinde yağlı şeffaf abajurlar, demirhaç nişanları.
Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter ışıklı dükkanları taşıyor evinin önüne. Güneş dıştan tahta kepenkleri soldurmuş. İçeri giriyorsun nem kokusu. Barın karşısında çatlak bir ayna. Dumandan sararmış duvar kağıtları. Masalar formika kaplı ve sırıtıyor yalışarak altın biralara ve yapış yapış saçları bir kadın alkolden çatlamış sesiyle basıyor küfürü kıçına el atan kel kafalı herife. Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter o incecik saygılı cici akvaryum kahveleri getirip diziyor evinin önüne. Daha daha Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter bakımlı parkları, insanın içini yakan çiçekleri ve kuşları, böcekleri, otelleri, otellerin üniformalı kapıcılarını, tiyatroları, barları, restoranları, tıraş olmuş insanları, kibar konuşmaları getirip diziyor evinin önüne. Avluda keman çalıyor rüzgarın kara telleri. İrinleri akan bir yaradır sarı tuğla duvarlar ve bu terk edilmiş fabrika bacası. Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter bütün yıkıkları onarıyor. Ve duvarları yeniden badanalıyor ve bütün bu yaptıklarından yorulunca oturup Das Lexikon der Erotik'i okuyor. Göz kapaklarını ağır bir uyku bastırıncaya kadar. Şimdi de komşusu ve olayın görgü tanığı Helmut var düşünde Dieter'in upuzun boyuyla. Ben yeni geliyorum gece vardiyasından. İki Türk işçisi bir adres soruyordu. Kadınlar alışverişe çıkmıştı. Ellerinde dosyalar, evraklar, çantalar ve nice kitabi hesaplar, beyler vardılar. Bizim sokakta ve Dieter'in oturduğu eve bakıp uzun uzun yazdılar ve yıkılacak dediler. Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter'in düşünde tepeden inme Bayan Schröder giriyor soluk soluğa bir çırpıda. Yıkılacak dediklerini ben de okudum hatta korkuyla yanlarına varıp bizimki de yıkılacak mı diye sordum. Çelik ağızları buldozerlerin tuğlaları eziyor şimdi. Her yer kireç tozu, beyazımsı bir hava ve kırık lavaboları yolun kenarına dizmişler. Demir putreler sökülmüş azı dişleri. Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter evinin yıkılışını seyrediyor. Hiç sesini çıkarmadan. Yıldızlar gecenin kubbesine asılmış. Top kandiller. Gök açık, aydınlık ve ılık bir rüzgar esmede ve insanın damarlarını yakan doğurgan bir gece. Düş devam ediyor. Kreuzberg yapı işçisi Dieter var gücüyle çalışıp ve saatleri yenerek yıkılan evinin yerine petek gözlü pencereleri olan yeni yapıyı konduruveriyor. 9 kat üzerinden ve her katta 2 daire ve her dairesi 85 metrekare, tamamı 1827 metrekare ve her dairede 2 oda, bir hol, bir kiler ve sıcak suyu olan fayans banyo, modern gömme mutfak ve kaloriferli ve asansörlü. Kreuzberg'li yapı işçisi Dieter, sabaha karşı inşaatı tamamlayıp ve bütün bu yaptıklarından yorulunca oturup Das Lexikon der Erotik'in geri kalan bölümlerini okuyor. Göz kapaklarına ağır bir uyku bastırıncaya kadar. Kitaptaki resimler hiç de karısına benzemiyor. Evin olacaksa dayalı, döşeli ve yeni olmalı. Gümüş yaldızlı bir iç huzuru elleri var, kucaklar seni.
Kapının zili telaşlı çalıyor. Kreuzbergli yapı işçisi Dieter sıçrayıp yerinden kapıyı açıyor. Karşısında lahana suratlı ev sahibi. Yapmacıklı sırıtıyor. Elindeki kontratı uzatarak ve yeni evde eski kira ile oturulmaz. Bundan böyle %250 kiranız arttı diyor. Dieter uyandığında terli ve daha yorgundu. Günlerden pazar saat 11'e geliyordu. Kalktı, giyindi, karısına hiç aldırmadan sokağa fırladı. Der Kreuzberg-Verschönerungstraum des Bauarbeiters namens Dieter. Verlassene Bahnübergänge, eingefallene Lagerhallen, Abwässergräben, in denen Gestrüpp wuchert und Plastikpuppen herumschwimmen, stinkende Wasserlachen darin, Konservendosen, aufgeplatzte Matratzen und Keilkissen ihr Dasein fristen zwischen diesen Straßen. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter gießt die Straße vor seinem Haus mit Asphalt aus. Finstere, verschmierte Schaufenster, die niemanden anlocken. Dahinter ein Sammelsurium von möglichen und unmöglichen Sachen, fettigen Lampenschirmen, eisernen Kreuzen. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter schleppt gut beleuchtete Geschäfte in die Straße vor seinem Haus. Die Rollläden, von der Sonne ausgeblichen, hinter der Theke ein Spiegel mit einem Sprung, Modergeruch, verrauchte Tapeten, Resopaltische grinsen schmierig unter den goldenen Bieren. Eine Frau mit verklebten Haaren und versoffener Stimme schreit einen grindköpfigen Kerl zusammen, der ihr an den Arsch fasst. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter stellt totschicke, blitzblanke Aquariumcafés auf die Straße vor seinem Haus. Und immer so weiter. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter versetzt gepflegte Parks, Blumenrabatten, die das Herz erfreuen, Vögel, Schmetterlinge, Hotels, Türhüter mit goldenen Tressen, Theater, Nachtbars, Restaurants, rasierte Menschen und gebildete Unterhaltungen auf die Straße vor seinem Haus. Im Hof geigt der Wind auf schwarzen Saiten. Der Schlot der leeren Fabrik und die gelbe Ziegelwand sind eitrige Wunden. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter repariert alle Löcher, streicht die Wände neu. Erschöpft lässt er sich in einen Stuhl fallen und liest im Lexikon der Erotik, bis ihm die Augen zufallen. Jetzt kommt im Traum sein Nachbar und Augenzeuge des Ereignisses, der lange Helmut, und sagt: Bin gerade von der Nachtschicht zurück. Die Frauen sind einkaufen gegangen. Heute hat mich ein Türke nach einer Adresse gefragt. Männer mit Aktentaschen, Leitsordnern, Belegheften und Rechnungsbüchern erschienen in der Straße vor Dieters Haus, sahen hinauf, schrieben etwas auf und sagten: Wird abgerissen! In den Traum des Kreuzberger Bauarbeiters namens Dieter platzt Frau Schröder hinein und kräht: Hab's auch gehört, dass sie gesagt haben, wird abgerissen, bin hingerannt, hab gefragt: Wird unser Haus abgerissen? Das stählerne Maul des Baggers frisst die Ziegelsteine, die Luft weiß vom Kalkstaub, zerbrochene Waschbecken am Straßenrand aufgereiht, Eisenträger wie herausgefallene Backenzähne. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter sieht lautlos zu, wie sie sein Haus abreißen. Die Sterne sind in die Himmelskuppel gehängte Öllämpchen. Ein lauer Wind weht in klarer, üppiger Nacht, die die Adern der Menschen in Brand steckt. Der Traum geht weiter. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter schafft hart und bringt die Stunden herum und zieht an der Stelle seines Hauses einen Neubau hoch mit Wabenfenstern. 9 Stockwerke, in jedem Stock 2 Wohnungen. Jede Wohnung 85 Quadratmeter. Das macht insgesamt 1827 Quadratmeter mit Treppenhaus und Nebengelass. Die Wohnungen 2 zimmrig, Diele, Kammer, Kachelbar, Zentralheizung, Einbauküche und Fahrstuhl. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter macht den Bau bis zum Morgen schlüsselfertig. Erschöpft lässt er sich in einen Stuhl fallen und liest das Lexikon der Erotik zu Ende, dessen Bilder seiner Frau höchst unähnlich sind, bis ihm die Augen zufallen. Wenn er ein Haus hätte, müsste es nagelneu und voll möbliert sein, drinnen eine silberne Ruhe, die Hände hat und dich streichelt. Jemand klingelt heftig an der Tür. Der Kreuzberger Bauarbeiter namens Dieter fährt auf und öffnet.
Draußen steht der kohlgesichtige Hausbesitzer, lächelt gekünstelt, streckt den Mietvertrag hin und sagt, in dem neuen Haus kann die alte Miete leider nicht mehr gelten, sie muss um 250% erhöht werden. Dieter erwacht schweißgebadet und war immer noch müde. Es war Sonntag gegen 11 Uhr. Er stand auf, zog sich an und lief auf die Straße, ohne seiner Frau etwas zu sagen. Bir illüzyonun ölümü, gerçeğin yeni illüzyonu. Ben alıp başımı gidiyorum ya, sırtımda sanki evim eşyam. Arkamda sonra bir uzun bozkır kalıyor. Öyle bana bakmada bir sürü göz, kaş, surat, hasretlik, kıskançlık da var. Yer değiştirip koymazsa kendini benim yerime. Diyordu adam Türkiye'den izin dönüşü. Hilmi Erden'in sorusuna yanıt olarak. Sonra Kemal, kim bilir kimlerin diyeti bu, bizim hesabımıza yazılmış. Hani bir de tatmin edebilsen, canı yanmaz insanın. Bir tencere mi götüreceksin? Hayır, 7 tencere birden olacak. Bir gömlek mi almak geldiği içinden? Hayır, 1 düzine olacak. Diyelim ki birader bir radyo istiyor. Bil ki kaynında, dayı oğlunda. Yoksa dinlemez kimse, vardiya mı çalışmışsın, akort mu, işsiz misin, yeni eve mi çıkmışsın, hiçbirini. Bir başkası atılıyor, mahvolduk vallahi, sadece bu yıl mı? Her yıl aynı, çalışmadığımıza dahil borçlandık. Hilmi Erden ses kaydını durdurdu. İzinden dönenlerden hep aynı şeyleri dinlemişti. Çocukların dil sorunlarına ilişkin tez hazırlıyordu oysa. Büyüklerin derdi nasıl da öne çıkıyordu. Ötelerde biri hala anlatıyordu. Peşimizde işte neler taşımıyoruz ki? Ne yetiştirirsin taşımakla hepsini bitirmeye? Ne de doyurursun oradakileri hep bu taşıdıklarınla? Avrupa anladık sokakları, geniş fabrikaları çok. O da artık bize dar geliyor. Biz de ona fazla. Tegil 8 nolu dış hatlar gümrük girişinde bavullar bekleniyor. Yakınma durmamış ama kokular sürünürsünüz dedik. Esanslı spreyler götürdük. Ne yaptılar? Hoşnutsuzluk gösterdiler. Yok efendim, neden getirdiğimiz tül perde değilmiş dediler. Emine annesinin yanında zürafa boyunlu bir korku gibi başörtüsünün altında. Silik fakat yırtıcı, sabırla yanıyor gözleri. Çevresi yanlış çerçeveli bir resim sanki. Hilmi Erden ayrılıyor havaalanından. Evirip çevirdiği şu tezini irdelemeye çalışıyor. De ki, bunlar köydeyken günlük gereksindikleri eşyalar saysan 200'dü. Onların da birçoğu isimce bilinir, sahibi olunmazdı. Sözcüklerle nitelemeler bu eşyalarla ya da onların durumlarıyla ilgiliydi. Ne oldu? Burada eşyalar ya da durumları onların çoğaldı. Bilinen sözcüklerse aynı kaldı. Şimdi yaşanan ama bilinmeyen ya da hem bilinmeyen ve hem yaşanmayan sözcükler onları bu toplumun dışına itiyor hep. Ardından geliyor ikinci kuşak, üçüncüsü. Çocuk bu, her şeye açık, her şeye başlangıç, meraklı. Belleği algılamaya yatkın, gördükleri ne? Bu koskocaman eşyalar kaosu, bu tüketim çöpleri durmadan artan. Çocuk yuvasındaki mamalardan, sokağa kadar, okulda eğitime kadar. Tamam, bunları ikinci dilde öğreniyor. Öğrendikleriyle bu kez ana dilini bilmiyor. Ana evinde çünkü öğrendiklerini yaşamıyor. Yeni insan yaratmak diye buna derler.
Avrupa, ey koca tarihinle kanlı bir çizgisin. Kurursa da kan yarada, yaranın izi kalacak. Yarına bakışlarımızda, bakışlarınızda. Yoksa artık seni senden öteye taşımak yetmiyor. Öteden gelenler şimdi senin içinde. Der Tod einer Illusion und die neue Illusion der Realität. Ich gehe einfach los und lade mir Haus und Gepäck auf den Rücken. Und hinter mir bleibt die weite Steppe und eine Menge Augen, Brauen, Gesichter, die mir nachschauen. Voll Sehnsucht, voll Neid, weil sie gern mit mir tauschen würden. Meinte der Mann als Antwort auf die Frage Hilmi Erdens, das Flugzeug aus Istanbul voller Heimaturlauber war eben gelandet. Kemal sagte, ich weiß nicht, wessen Schuld das ist, die man uns ins Buch schrieb. Wenn man sie je zufriedenstellen könnte, wäre ich auch zufrieden. Aber kannst du zum Beispiel einen Kochtopf mitnehmen? Nein, 7 müssen es sein. Du möchtest ein Hemd kaufen? Nein, kauf gleich ein Dutzend. Sagen wir, dein Bruder wünscht sich ein Radio. Vergiss nicht, den Schwager und dem Vetter ebenfalls eins mitzubringen. Keiner interessiert sich dafür, ob du Schicht arbeitest, ob Akkord, ob du vielleicht arbeitslos bist oder gerade umziehen musstest. Ein anderer fällt ein. Wir sind ruiniert, mein Gott, wenn es nur dieses Jahr wäre, aber jedes Jahr die gleiche Geschichte. Man gibt schon das aus, wofür man noch gar nicht gearbeitet hat. Hilmi Erden stoppt das Tonband. Es war ja doch immer dasselbe, was er von den Urlaubheimkehrern zu hören bekam. Eigentlich schrieb er an einer Arbeit über die Sprachprobleme der Kinder, aber da waren die Klagen der Erwachsenen, die sich jedes Mal davor schoben. Einer ereiferte sich noch weiter. Was schleppen wir nicht alles hinter uns her? Die Schlepperei nimmt kein Ende. Du kriegst niemals die Leute satt mit dem, was du angeschleppt hast. Europa kennen wir jetzt. Es hat breite Straßen und viele Fabriken. Es erscheint uns schon klein und wir werden ihm zu viel. In Tegel, am Flugsteig 8, warten die Koffer noch auf den Zoll. Einer ist immer noch nicht mit Klagen fertig. Wir dachten, wir bringen mal was Schönes zu riechen mit. Sprays und Parfums. Meint ihr, die wären zufrieden gewesen? Hättet ihr doch Tüllgardinen mitgebracht, haben sie gesagt. Emine steht neben ihrer Mutter, eine giraffenhälsige Angst unter ihrem Kopftuch, ausdruckslos, aber reißwütig. Ihre Augen flackern, sie wartet, was davor geht, ist nur ein Bild in einem falschen Rahmen. Hilmi Erden verließ den Flughafen. Er versuchte den folgenden Überlegungen auf den Grund zu gehen. Nimm an, diese wohnen noch in ihrem Dorf. Da brauchen sie etwa, sagen wir, 200 Gegenstände zum täglichen Leben. Einige davon kennen sie mit Namen, besitzen sie aber nicht. Was sie in Worten ausdrücken können, hat mit diesen Sachen und deren Beziehung untereinander zu tun. Was ist jetzt passiert? Hier sind die Sachen und damit ihre Beziehung untereinander mehr geworden, aber der Wortschatz ist derselbe geblieben. Wörter, die einer benutzt, aber nicht versteht oder weder benutzt noch versteht, verstoßen ihn aus der Gesellschaft. Jetzt wächst die zweite Generation nach. Ein Kind ist noch nach allen Seiten offen, neugierig, bringt ein gutes Gedächtnis mit. Was nimmt also das Kind hier wahr? Dieses gewaltige Chaos von Sachen, dieses Konsumchaos, das immer weiter wuchert. Vom Fertigbrei im Kindergarten bis zu dem, was auf der Straße und in der Schule auf es einstürmt. Nun gut, es lernt die Namen für diese Dinge in der Zweitsprache, weiß aber nicht, wie sie in der Muttersprache heißen. Denn zu Hause kann es das Gelernte ja gar nicht anbringen. Und dann sagt man, da werden neue Menschen geschaffen. Europa, deine Geschichte, ist eine riesige blutende Wunde. Und wenn das Blut in der Wunde trocknet, bleibt die Narbe. Und bleibt auch morgen im Blick, in eurem und in unserem. Früher hast du übergegriffen auf andere Weltengegenden. Jetzt kommen die anderen Weltengegenden her und bleiben in dir.
auch von mir ein herzliches Willkommen hier zu diesem Ehrenabend von Aras Ören. So viele Erinnerungen. Cem und ich haben uns gerade zugenickt bei einigen Stellen, weil wir uns wiedererkannt haben, unser Aufwachsen, wahrscheinlich auch unsere Gegenwart. 1973 veröffentlichte Aras Ören Basbin Niyazi in der Naunin-Straße. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber vielleicht gibt es heute Abend einige von Ihnen, die sich daran erinnern, dass im gleichen Jahr der Spiegel eine Titelgeschichte veröffentlicht hat mit dem Titel »Die Türken kommen, rette sich, wer kann«. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den Titel noch erinnern, mit kleinen türkischen Kindern. Ich muss etwa 15 gewesen sein, als mein Türkischlehrer, Herr Yurtsever, mir einige lose Blätter in die Hand drückte. Ich ging in den 80er Jahren in Duisburg auf eine Hauptschule und weil alle dachten, wir Gastarbeiterkinder würden bald ja sowieso wieder zurück in die Heimat unserer Eltern gehen, gab der Staat uns Türkischunterricht mit auf den Weg. Aras Ören dachte das übrigens nicht. Er sagte 1972 in einem Aspekte-Interview, als noch niemand das Wort Integration aussprechen konnte, ein Fluss kehrt nicht zurück zu seiner Quelle. Er war übrigens der Erste, der entdeckt hat, dass es keine Gastarbeiter sind, sondern dass es eine Einwanderungswelle ist. Hier, Hatice, lies das mal, sagte Herr Yurtsever, und es waren die Geschichten von Aras Ören. Bei uns zu Hause gab es keine türkische Literatur, auch keine deutsche Literatur. Und in der Schule, ich erinnere mich noch sehr gut daran, um diese Zeit nahmen wir von Theodor Storm den Schimmelreiter durch. Also mit Aras Ören, meine Generation, er hat sie gerade auch in seiner Lesung, in seiner Rede erwähnt, die zweite Generation, ja, mit etwas näher gebracht, was wir fast verloren hätten. So war es also mein muttersprachlicher Unterricht, beziehungsweise der Lehrer meines muttersprachlichen Unterrichts, der mich mit der Lyrik bekannt machte, die das Lebensgefühl einer ganzen Gastarbeitergeneration beschrieb. Aras Ören sagte einmal, dass es ihm wehtue, dass die Jungen sich nicht mehr interessieren davon, wie ihre Eltern und ihre Großeltern hier ihr Leben verbracht haben, in einem fremden Land zurechtkommen mussten, als Menschen nicht anerkannt waren und nicht gesehen wurden. Und darum geht es auch in all seinen Geschichten, um die Sprachlosigkeit der Einwanderer. Aras Ören, so liest man immer wieder, ist der erste deutsche Schriftsteller, der auf Türkisch schreibt. Durch seine Werke habe ich übrigens gelernt, es genau andersherum zu tun. Das Türkische als Gefühl in mir zuzulassen und diese Gefühle dann, die ich auf Türkisch habe, auf Deutsch aufzuschreiben. Und Sie werden sich wundern, es klappt wunderbar. Und das Besondere ist, wenn man es andersherum macht, die deutsche Sprache bekommt etwas sehr, sehr Blumiges. Vielleicht liegt es daran, das hat Safiye, wird es uns das gleich auch noch mal erzählen, aus ihrer Biografie, aus ihrer Arbeit heraus, dass Deutsch für viele meiner Generation mittlerweile ein bisschen die Muttersprache ist, sozusagen die Wohlfühlsprache. Es ist die Sprache, in der wir uns im Gegensatz zu unseren Eltern wehren können. Es ist die Sprache, in der wir uns verteidigen können. Es ist die Sprache, in der wir diskutieren können, streiten können, lieben können und in der wir uns ausdrücken können. Unsere Eltern hatten dafür Aras Ören. Noch etwas Besonderes haben seine Geschichten. Zum ersten Mal konnten die Deutschen ein bisschen verstehen, wie unsere Eltern und uns sich in Deutschland fühlen.
In einer Zeit, in der sich Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erst allmählich wieder für eine Vielfalt öffnete, für die es noch keine Worte kannte, hatte er eine literarische Form anzubieten. Mit dieser fand er eine Sprache für ein offenes Deutschland. Das schrieb der junge Schriftsteller Deniz Utlu über Aras Ören. Und eine seiner Figuren sagte einmal, was so ein bisschen ähnlich klingt: Das Jahrhundert, in dem ich lebe, hat mich so gemacht. Geboren 1963 in Kayseri, Wohnort Berlin-Kreuzberg. Ich möchte mich nun mit meinen drei Gästen darüber austauschen, darüber reden, was Aras Ören, die Geschichten von Aras Ören mit Ihnen gemacht haben, beziehungsweise auch den Weggefährten, einen langjährigen Freund, beruflich und auch persönlich. Herzlich willkommen, Safiye Cem, Friedrich Christian Delius und Cem Özdemir. Bitte schön. Genau. Bleib du doch in der Mitte, dann haben wir das schön gemischt. Das sind deine Sachen. Ja, gerne. Hier ist noch ein Mikrofon. Habt ihr beide eins? So, jetzt haben wir uns sortiert. Ich fange auch gleich mit Safiye, mit dir an. Du bist eine neue Generation von Lyrikerinnen hier in Deutschland. Du schreibst ausschließlich in der deutschen Sprache. Haben dich die Gedichte von Aras Ören in irgendeiner Weise beeinflusst in deinem Werdegang? Alles, was wir lesen, beeinflusst uns, wenn es uns berührt. Und diese Gedichte haben mich auf jeden Fall berührt. Ich weiß nicht, was ich da im Deutschunterricht gerade hatte, aber es war fernab des Deutschunterrichts und ich habe den Namen gelesen in einer Buchhandlung und fühlte mich angekommen. Und ich glaube, so geht es auch einigen anderen und dafür muss man nicht mal Autor sein, um dieses Gefühl zu bekommen, weil er die Stimme für viele von uns war. Also nicht nur, so empfinde ich es, für meinen Großvater und meine Eltern, sondern auch die Stimme für deren Kinder und Kindeskinder. Jetzt habe ich in einem Interview von dir gelesen, dass du am Anfang immer dagegen kämpfen musstest, in eine Migrationsschublade gesteckt zu werden. Und du hast gesagt, für dieses Thema ist man als Autorin mit einem fremdländischen Namen gut genug. Was meinst du damit? Ja, das stimmt und ich muss nach wie vor kämpfen. Wofür ich jetzt im Moment nicht mehr kämpfen muss, ist, dass ich in der Literaturlandschaft, in der deutschsprachigen wohlgemerkt, angekommen bin. Und da wird man so leicht den Namen jetzt auch nicht mehr rauskriegen. Das steht schon mal. Es sind so gewisse Vorstellungen vom Literaturbetrieb, das man auch an Anmoderationen übrigens merkt. Oder auch von Herausgebern merkt, dass die Vorstellung nicht zeitgemäß ist. Und zwar, dass diejenigen, die einen fremdländischen Namen tragen, und das gilt für alle Kollegen und Kolleginnen von mir, gar keine Migrationsliteratur schreiben könnten, selbst wenn sie wollten, weil wir ja nicht migriert sind. Erstens. Guter Punkt. Und zweitens muss man es dem Autor überall auf der Welt selbst lassen, was er aussagen möchte und in welcher Form er das tun möchte. Also man kann es nicht vorschreiben oder darf es nicht vorschreiben. Cem, du hast
sehr früh schon, also Aras Öhrlein bezeichnet dich als seinen Ziehsohn. Freundschaftlich, als Mentor. Wahrscheinlich missraten. Du, wie bist du auf seine Geschichten gekommen? Durch deine Eltern oder bist du da selbst drauf gekommen? Wie hat er dich beeinflusst? Ganz unterschiedlich. In meiner Such- und Findphase oder Sturm- und Drangphase im Rahmen der Politisierung und im Rahmen des Findens, wer ich bin, wo ich hingehöre, übrigens Fragen, die ich mir ursprünglich selber gar nicht gestellt habe, sondern die von außen auf mich einprasselten. Ich habe irgendwann mal beschlossen, eben in Deutschland in eine Partei einzutreten. Ich glaube, man kennt die Partei, ist immer noch dieselbe. Dann wollte ich den Wehrdienst verweigern, das wehrpflichtige Alter in der Türkei rückte näher. Dann wollte ich einen Beruf wählen, der so gar nichts mit den Berufswünschen meiner Eltern, vor allem meiner Mutter, zu tun hatte. Der Beruf des Erziehers, der Kindergärtner tauchte ja vorher auf in einem Text. Und dann wurde ich noch Vegetarier zum allem Überdruss. Und alles, was für meine Eltern so Irrsinn pur war, nach dem Motto, was haben wir falsch gemacht in der Erziehung? Wo hat er die falsche Abzweigung genommen? An welcher Stelle begann der Abgrund? Und in dieser Phase habe ich mein Verhältnis zur türkischen Kultur, zur türkischen Sprache, zur türkischen Musik, zur türkischen Literatur und zur Türkei selber nochmal neu definiert, weil ich kannte die Türkei ja nur aus dem Urlaub mit meinen Eltern. Und als das geklärt war mit dem Wehrdienst und ich nur noch einen deutschen Pass hatte, konnte ich also sicher in die Türkei, ohne Angst zu haben, dass die mich irgendwie dort behalten und in der Armee dann an der Gulaschkanone zu den Tofu-Burgern stellen, war ich dann sicher dort und wollte alleine die Türkei erkunden. Und in dieser Phase ging ich auch einfach in die Buchhandlung, in die Bücherei und habe einfach gesucht, was gibt's denn da? Und dann landete man zwangsläufig bei den Büchern von Aras Öhrlein. Das heißt, in der Suchphase, wer bin ich, wo gehöre ich hin, was wollen die alle von mir? Die einen sagen, du gehörst hier nicht dazu, die anderen sagen, da gehörst du aber erst recht nicht dazu. Half mir das. Es half mir aber auch in einer anderen Hinsicht. Das ist ganz wichtig. In dieser Phase hatte ich auch ein bisschen ein Problem mit meinen Eltern. Was meine ich damit? Es waren die einzigen Arbeitereltern in dem Freundeskreis, den ich da in dieser schwäbischen Kleinstadt hatte. Die anderen waren irgendwie Handwerker oder Mittelschicht, Bildungsbürgertum und meine waren halt Arbeiter. Und ich ging dann erst in die Hauptschule, danach in die Realschule, die gingen aufs Gymnasium. Die hatten zu Hause eine Bücherwand, wir hatten einen Fernseher. Und ich will nicht sagen, ich habe mich geschämt für meine Herkunft, aber ich hatte so ein Gefühl, darf ich mich da richtig dazu bekennen mit durchgedrücktem Rücken und sagen, hey, die haben halt einen anderen Hintergrund, aber die haben auch einen Hintergrund, die haben auch was mitgebracht. Und dieses sich neu beschäftigen mit der ersten Generation und einen anderen Blick zu bekommen zu meinen Eltern, da hat er einfach einen ganz wichtigen Anteil für mich gehabt. Also wenn man so will, hat die Literatur von Aras Öhrlein mich zurückgebracht zu meinen Eltern und mich anders blicken lassen auf meine Mutter und meinen Vater. Eigentlich könnten deine Eltern ihm dankbar sein, dass sie dir so nicht ganz an die deutsche Welt oder die deutsche Kultur verloren haben. Das war ja immer eine große Angst der ersten Gastarbeitergeneration, dass wir irgendwann zurück in die Türkei gehen und dann dort unsere Großeltern nicht mehr verstehen oder uns da nicht mehr zurechtfinden. Bei mir war es eine Bedrohung. Immer wenn ich Probleme in der Schule hatte, war das immer die Drohung. Wir schicken dich in die Türkei. Zum Glück haben sie es nicht. Hat immerhin so weit gewirkt, dass ich den Abschluss immer geschafft habe. Ich würde gerne, du hast jetzt aus der Vergangenheit gesprochen oder in der Vergangenheit gesprochen. Ich würde aber gerne all das, was du gesagt hast, in die Gegenwart holen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, alles, was wir gerade in den Geschichten gehört haben, die Safir und Robert vorgelesen haben, ich habe so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis, dass wir wieder so zurückkommen in dieses, wohin gehören wir eigentlich hier hin? Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung hier in der Heinrich-Böll-Stiftung von hier und doch ewig anders. Und dieses Gefühl, was unsere Eltern damals empfunden haben, natürlich sind wir nicht die Generation unserer Eltern, wir sprechen die Sprache, wir sind angekommen, aber die Mehrheitsgesellschaft hat, glaube ich, immer noch so das Problem, uns als
hier angekommene Deutsche anzuerkennen? Oder ist es schlimmer geworden? Ist es, wie hat sich das, du als Politiker, wie würdest du das einschätzen? In welcher Weise hat sich das entwickelt? Also ich würde oder vielleicht mal, auch zurückentwickelt? Ich würde mal die steile These wagen, dass wir schon mal weiter waren. Hm? Und vorher wurde der Spiegel zitiert für 1973. Man könnte den Spiegel auch noch mal zitieren. Sarrazin. Mhm. Das Sarrazin-Buch damals mit diesem biologistischen Blick auf Dinge, die man über Bildung, über sozialen Status, über Schicht und so weiter weitgehend erklären kann, ohne dass ich es jetzt allein darauf reduziere, wurde dort mit einem biologistischen Blick publiziert. Und das war ja nicht nur die Bild-Zeitung, die damals den Sarrazin abgedruckt hat, sondern es war eben auch der Spiegel. Und damit eine Öffnung in die Mitte der Gesellschaft hinein. Das heißt, Dinge, die davor sich irgendwie nicht gehört haben, waren auf einmal wieder sagbar. So, und ein Ergebnis davon, also ich will es jetzt nicht zu sehr vereinfachen, aber ein Phänomen, mit dem wir es jetzt zu tun haben, ist eben die Präsenz der AfD in den Parlamenten. Und dadurch müssen wir quasi Kämpfe, von denen viele wahrscheinlich hier glaubten, dass wir sie längst geschlagen haben und uns jetzt um die Mühen der Ebene kümmern können. Also wie schaffen wir es, dass unser Bildungssystem durchlässiger wird? Wie schaffen wir es, Partizipation in allen Bereichen hinzubekommen? Jetzt geht es wieder um die Grundfragen. Das heißt, wir sind wieder zurückgeworfen auf die Frage, ab wann ist man eigentlich ein Deutscher? Weil die Grundfrage, dass wir, die wir hier sitzen, also zumindest drei von uns, eigentlich hier nicht dazugehören, die eigentlich abgehakt war. Da haben wir einen Haken dahinter gemacht und waren jetzt bei einer anderen Debatte. Die wird jetzt wieder gestellt. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Sekte, die es gerade so über 5% schafft, sondern die hat ja in manchen Teilen Deutschland Volksparteistatus. Und da kann man jetzt nicht dran vorbeidiskutieren und sagen, gut, es ist halt Deutschland in gewisser Weise normal geworden, weil andere Länder hatten das schon immer, sondern erstmal ist es halt das Land, in dem wir leben. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Und es hat eine weitere Wirkung, das diffundiert aus dem AfD-Milieu hinaus. Und da, glaube ich, ist es jetzt nochmal, glaube ich, sehr wichtig, die Geschichte zu erzählen, die Aras Ödern damals in den 70ern bereits erzählt hat, dass dieses Deutschland eben sich definiert, natürlich aus denen, die schon länger da sind. Übrigens, dass schon immer da waren, ist ja auch ein Mythos. Weil wie weit will man da zurückgehen? Da gibt es ein schönes Buch von Bernd Engelmann, Du Deutsch, kann ich allen ans Herz legen, das ist sehr gut erklärt. Also ich sag mal, die schon länger da sind, ich weiß nicht, wie viele wirklich ihre Herkunft auf die Schlacht am Teutoburger Wald gegen die Römer zurückführen können. Anwesende bitte strecken. Bei meinen Veranstaltungen habe ich noch keinen gefunden, aber ich suche immer noch. Wahrscheinlich sind die alle bei der AfD. Wobei, wenn ich die Nachnamen höre, habe ich da so meine Zweifel, aber das ist ein anderes Thema. Und dieser Prozess, der ja nie zu Ende ist in einer Einwanderungsgesellschaft. Ab wann gehörst du dazu? Was sind die Voraussetzungen fürs Dazugehören? Die Debatte führen wir jetzt gerade wieder, wenn ich nur einen letzten Satz sagen darf. Ich hatte irgendwann das Bedürfnis, diese Leute, von denen ich gehört, gelesen habe oder deren Musik ich gehört habe, auch kennenzulernen. Und so kam dann, als der Bundestag nach Berlin kam, die Kontaktaufnahme mit Aras Ödern und viele Gespräche. Und die Phase war allerdings eine andere Phase. Es war jetzt nicht mehr die Phase 70er-Jahre-Literatur, sondern es war die Phase, wo vorher ein bisschen Nase gerümpft wurde mit der Tübinger Rede. Ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen werden, uns darüber auch zu unterhalten. Ich wollte nur das als Fußnote anbringen, weil das für mich auch sehr wichtig war. Weil da hat er quasi, wenn man so will, als Korrektiv bei mir gewirkt und mir da die ein oder andere Vorstellung versucht, mit einem anderen Blick zu konfrontieren. So ganz im Hegelschen Sinne, das ist die These, aber jetzt machst du mal einen Strich und schaust es dir nochmal von der anderen Seite an. Das hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Ich möchte vielleicht noch kurz erwähnen, dass Cem Özdemir lange, lange vor Sarrazin ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Ich bin Inländer, 1997. Also schon ziemlich lange eigentlich klargestellt, dass wir dazugehören. Viele Jahre eigentlich schon, bevor diese Sarrazin-Debatte entfacht wurde. Herr F.C. Delius, ich darf Sie so nennen, Sie haben es mir gestattet, F.C. Delius. Das, bei F.C. muss ich zwar immer an Bayern denken, aber ich werde... Alles in Ordnung. Okay.
Sie haben mal gesagt, und das fand ich, das passt jetzt ganz gut zu unserer, zu unserem Thema, hätte man auf Aras Ören gehört statt auf Helmut Kohl, Deutschland ist kein Einwanderungsland, hat er gesagt, stünde unser Land heute wesentlich besser da. Und Sie haben gerade mal genickt, als ja. Jim erzählt naja, hat. Das ist ja das Drama, eigentlich das in der Literatur, wie bei Aras Ören und in dem, was er dann im Sender gemacht hat, in seinen Essays. Er hat ja sehr früh das gesagt, wurde schon erwähnt, keine Gastarbeiter, sondern Einwanderer. Und diese jahrzehntelange Verweigerung, diese idiotische Verweigerung deutscher Regierungen, ein anständiges Einwanderungsgesetz hinzulegen, ist ja ein Grund dafür, für die heutige AfD jetzt vereinfacht gesagt. Also, dass man nicht im Prinzip eine ähnliche Willkommens-, ich will es nicht Kultur nennen, aber eine Willkommensstruktur hat, wie es die USA haben, wie es Kanada hat, wie es Australien hat und wie es auch Schweden hat, dass wir uns da immer verweigert haben, diese idiotischen Regierungen. Und Helmut Kohl ist hauptverantwortlich dafür. Ja? Mit diesem Befehl, Ausrufungszeichen, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und das ist jetzt ein längeres Thema, aber man muss einfach mal sagen, dass die Literatur in Form von Aras Ören, auch hier ein Beispiel wieder, viel weiter ist. Und deswegen behaupte ich gerne und immer wieder, wenn man auf Aras Ören gehört hätte und nicht auf Helmut Kohl, stünde Deutschland besser da. Sie sind ein langjähriger Freund von Aras Ören, ein Weggefährte. Können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung erinnern? Nicht so konkret. Aras ist da besser als ich. Also wir haben uns kennengelernt in Kreuzberg in der Naunitzstraße. Bei Johannes Schenk, unserem gemeinsamen Freund, ein Dichter. Der auch mit übersetzt hat. Der dann später mit übersetzt hat. Und Aras behauptet, wir hätten bei unserer ersten Begegnung, also er, der junge türkische Dichter, ich, der junge deutsche Dichter, und nebenbei war ich der erste Lektor von Klaus Wagenbach für Literatur. Bei dieser ersten Begegnung hätte ich ihm gesagt, ja, schreib doch mal was über deine Landsleute, das ist doch ein spannendes Thema hier in Berlin, sind doch so viele. Und dann hat er gesagt, mache ich schon, bin schon dabei. Also er war schon in der Arbeit dafür, aber er behauptet, ich hätte danach gefragt, ich will mir diesen Ruhm eigentlich nicht andichten, aber wenn Aras es behauptet, nehmen wir es mal hin. Jedenfalls war das Ergebnis, dass dann einige Monate später er zusammen mit Johannes Schenk ankam in den Verlag und ein Manuskript brachte mit einer ersten Fassung oder Rohfassung des Niyazi in einer ja, sehr rohen Übersetzung. Also die Übersetzung war schwierig, sie war vielleicht schlecht, ich kann es nicht beurteilen. Sie war auf jeden Fall schwierig und ich habe gesagt, hört sich ja alles ganz gut an, aber das ist ja kein Deutsch. Und wir sind ein Verlag, wir haben hohe literarische Ansprüche. Und also vom Ansatz her fand ich das gut und habe gesagt, nee, da müsst ihr noch dran arbeiten. So, und dann sind die noch mal ein paar Monate wieder an die Arbeit gegangen und haben mit dem Übersetzer Aras und Johannes Schenk, der auch kein Übersetzer ist, aber ein guter Dichter war, der Ahmed Schmiede? Und der Übersetzer war Ahmed Schmiede, ja. Und die haben jetzt versucht, daraus was auf Deutsch gut Lesbares zu machen. Das hat ein bisschen gedauert. Und wir haben dann, das war noch im Wagenbach Verlag, einen Vertrag gemacht. Darauf habe ich auch gedrungen, damit das irgendwie ein bisschen konkret wird, aber es war klar, das ist noch nicht fertig. Ein Vertrag auch deshalb, damit die ein bisschen Geld kriegen, denn das hat ja damals niemand finanziert. Es gab keinen Übersetzerfonds, kein Dings. Also das war alles sehr, sehr mühsam und dieses Geld für das Übersetzen ging praktisch vom Honorar des Autors ab, mehr oder weniger. Also ich bin noch nicht fertig, kann noch mehr sagen, aber... Ich würde gerne Safir noch mal mit ins Gespräch holen und noch mal ein bisschen in die Gegenwart kommen.
Es ist ja generell erstmal sehr schwierig, junge Menschen zum Lesen zu bringen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber dann auch noch zur Lyrik zu bringen oder zu Gedichten zu bringen, ist ja noch schwieriger. Da muss man ja noch mal so einen Wink machen, noch mal so eine extra Arbeit. Wie kann man heute die junge Generation dazu bringen, die Bücher, die Geschichten von Aras Ören zu lesen? Und ich frage dich das, weil ja ganz viele der jungen Generation, der dritten, vierten Generation ja auch mittlerweile sehr resigniert und sagt, weißt du, am Ende, wir können uns ein Bein ausreißen, wir werden nie dazugehören. Deutschland, die Deutschen werden uns nie akzeptieren. Gibt es eine Möglichkeit, mit der Literatur von damals die jungen Menschen zu erreichen? Ja, definitiv. Das liegt sicherlich auch daran, also nicht nur an der Thematik, natürlich an der Thematik auch, wie die Gedichte auch geschrieben sind. Die sind ja hochmodern geschrieben. Die sind ja nicht in sich verschlossene Texte. Hochpoetisch und erzählerisch geschrieben. Also da kommt ja aus literaturwissenschaftlicher Sicht so viel zusammen in den Werken von Aras Ören. Da könnten wir noch bis morgen früh noch darüber reden, was da die Besonderheiten sind, vergleichsweise auch mit der Lyrik vielleicht davor in der Türkei, wie auch aber auch im deutschsprachigen Raum bis heute hin. Ja, man klingt vielleicht etwas kitschig, aber wenn man für eine Sache brennt, dann kann man den anderen auch anzünden und das funktioniert. Und ich brenne ja für Lyrik. Und wenn man ihnen die Texte vorträgt, dann verstehen sie diese Texte auch, dann können wir über diese Texte reden. Aber die Schulen müssen auch mitmachen. Das heißt, Schulen müssen auch Dichterinnen und Dichter an die Schulen holen, dass wir Werkstätten, Schreibwerkstätten an diesen Schulen oder Jugendeinrichtungen, wo auch immer, muss ja auch nicht unbedingt eine Schule sein, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir das machen können. Und damit das funktioniert, habe ich auch so ein paar kleine Tricks. Ich zählte ja auch zu denen, vielleicht so meine Generation fühlt sich da auch selbst nochmal hier mit eingeleuchtet, von denen die Lehrerin jetzt nicht so viel gehalten hat, auch im Deutschunterricht nicht. Deswegen hatte ich mir auch nie vorstellen können, deutschsprachige Gedichte zu schreiben, muss man sich mal vorstellen. Dann sage ich zum Beispiel denjenigen, die zu laut werden, dass Rap-Texte ja auch Gedichte sind. Und dann können sie ihre Rap-Texte schreiben und dann reden wir natürlich, welche Wortwahl wir benutzen und wie wir uns artikulieren. So. Du hast zwei Kinder, die in dem Alter sind, wo sie Bücher lesen. Bringst du den Geschichten mit? Lesen sie Aras? Hast du den Aras näher gebracht? Kann man mit Aras Geschichten die soziale und die soziale Ungerechtigkeit den Kindern, den Jugendlichen erklären? Ja, also meine Tochter macht jetzt eine Arbeit über meine Mutter, also ihre Großmutter, die sie porträtiert für die Schule. Und dazu führt sie jetzt ganz viele Gespräche, lange, ausführliche über das Kommen, wie das war, über das, was sie zurückgelassen hat und über das, was sie hier vorgefunden hat und wie sie das, was hier sich hier vorgefunden hat, wie sich das im Laufe der Zeit ja auch verändert hat, also mit dem, dass sich meine Mutter verändert hat, sich auch das Land verändert, in dem sie lebt. Es ist wiedervereinigt, manche Dinge haben sich sehr erfreulich entwickelt, andere weniger und so weiter. Und insofern versuche ich das. Ich gehe auch gerne in Schulen und mache da Diskussionen. Und da ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, in einer, sagen wir mal, eher deutschen Klasse, wo wenig Migrantenkinder sind, gibt es ja auch in bestimmten Gegenden, nochmal diese Geschichte zu erzählen und umgekehrt in einer Schulklasse, wo ein hoher Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte ist, nochmal zu erzählen von einer Phase Deutschlands, die sie ja gar nicht mehr kennen und die Eltern oder Großeltern offensichtlich auch nicht mehr vermitteln. Da geht ja wirklich was verloren. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass jetzt in Köln endlich ein anderes Projekt, für das viele hier wahrscheinlich gekämpft haben, das Migrationsmuseum endlich kommen soll, das Domit und andere lange angestrebt haben. Das ist ja auch, wenn man so will, ein Stück weit nachvollziehen dessen, was Sie vorher gesagt haben. Deutschland ist ein Einwanderungsland und zu einem Einwanderungsland gehört ja nicht nur ein Auswanderungsmuseum wie in Bremerhaven,
Das wäre ja jetzt nicht unbedingt die Botschaft, die hier heute Abend passen würde. Das müsste die Türkei eins bauen wahrscheinlich. Sondern auch ein Museum, das eben die Einwanderungsgeschichte erzählt. Und zwar bitte in den unterschiedlichsten Facetten. Weil Einwanderungsgeschichte ist jetzt nicht nur die Eltern von uns, von Hatice und mir, erste Generation, sondern es ist auch die Werkvertragsarbeitnehmer. Das sind auch die, die aus anderen Phasen der Zuwanderung gekommen sind. Flüchtlinge, politisch Verfolgte aus der Türkei, die wiederum eine ganz andere Geschichte haben. Sind auch nicht alle als Arbeiter gekommen. Manche sind auch gekommen als Kulturschaffende. Also es gibt verschiedene Hintergründe von Leuten, die gekommen sind. Diese Geschichten zu bewahren, zu erzählen, das halte ich für ganz, ganz klasse. Und eigentlich würde ich mir aber noch was anderes wünschen. Neben dem Migrationsmuseum würde ich mir wünschen, dass es Bestandteil jedes deutschen Museums wird. Das muss in jedes Museum rein, in jedes Heimatmuseum vor Ort irgendwo muss auch eine kleine Ecke sein, wo eben erzählt wird, dass die anderen jetzt auch Teil meines Geburtsorts Bad Urach sind, wenn in 4, 5 Generationen nochmal zurückgeblickt wird und man auf die Söhne und Töchter des Ortes schaut. Vielleicht erzählt man dann auch Geschichten darüber, dass aus diesem Ort eben auch Leute gekommen sind, deren Vorfahren mal aus Anatolien oder Kasachstan gekommen sind. Diesen Prozess, in dem sind wir gerade, wir sind ja in einem fortlaufenden Geschichtsschreibungsprozess, das würde ich mir eigentlich wünschen. Und jetzt haben wir vorher viel gesagt über Deutschland und über die Mängel hier. Und ich teile das alles, was Sie gesagt haben, mit Helmut Kohl. Ich habe übrigens mit Helmut Kohl noch einen ganz anderen Zwist. Man soll ja über Tote nicht schlecht reden. Aber da hätte ich mir was anderes gewünscht, nämlich was für mich sehr wichtig war, biografisch für meinen Weg in die Bundespolitik, war, als es diese ganzen schrecklichen rassistischen Angriffe gab Anfang der 90er Jahre im Osten, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Magdeburg am Herrentag und so weiter und im Westen Mölln und dann Solingen. Und bei Solingen ging es ja darum, ich weiß noch, Johannes Rau, der damals sehr sich gekümmert hat um die Familie Gensch und wirklich auch persönlich, das merkte man ihm an, betroffen war. Und ich bin mir sicher, Helmut Kohl war auch betroffen. Aber es zu zeigen, war ihm offensichtlich nicht möglich. Einfach hinzugehen und auch die Opferfamilie zu besuchen, an der Trauerveranstaltung teilzunehmen. Ich erinnere das Zitat, wahrscheinlich hat er es später mal bereut, zumindest hoffe ich es, dass er es hat. Er sprach von Beileidstourismus. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, wie war das eigentlich damals bei der RAF? Als alle Anteil gezeigt haben mit den Opfern. Warum ist es da nicht möglich zu sagen, jetzt ist Deutschland vor einer ähnlichen Herausforderung wie damals? Und genauso reagiert Deutschland auch wieder als eine Einheit. Und der Versuch der Fanatiker, dass sie uns auseinanderdividieren, der wird nicht klappen. Wer die Familie Gensch angreift, hat mich als Bundeskanzler angegriffen. Und damit das ganze Land. Und so wird unsere Antwort sein. Das hätte ich mir von Helmut Kohl damals gewünscht. Und natürlich absolut auch von seinem Laden. Und was Aras Öhlen eben auch deutlich gemacht hat, in seiner Literatur und dann später auch in den vielen Gesprächen, die ich mit ihm hatte, das ist die Rolle des Aufnahmelandes und das ist ja auch eine Zumutung, machen wir es uns mal nicht zu leicht, das ist eine Zumutung für alle Beteiligten, für die, die schon da sind, denen wurde ja auch nichts erklärt, denen hat man ja auch nicht irgendwie erklärt, die bleiben, die werden nicht nur temporär da sein. Aber die Sendestaaten will ich nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Die Endsendestaaten, was haben die denn gemacht? Haben die Menschen vorbereitet? Haben die sich um sie gekümmert? Haben Sie das Gefühl gehabt, wir müssen vielleicht denen auch helfen auf diesem Weg? Sondern wenn wir ehrlich sind, haben Sie doch vor allem als Maschinen gesehen, die Geld zurücktransferieren. Das war der Hauptzweck. Also ich wollte es nur als Fußnote wenigstens an einer Stelle mal gesagt haben, dass wir auch die Sendestaaten nicht ganz aus ihrer Verantwortung entlassen sollten. Ich würde noch mal einmal zurück zum Literaturbetrieb kommen. Und Literaturbetrieb in Deutschland ist voll mit Klischeebüchern. Es ist wirklich so, dann haben wir eine Phase, wo es um Ehrenmorde und Zwangsverheiratung in der türkischen Gesellschaft gibt. Dann gibt es Phasen. Es hat ja wirklich tatsächlich angefangen. Ich kann mich zumindest daran erinnern, Betty Mahmoudi, Nicht ohne meine Tochter. Ich glaube, da hat so diese Schicksalsgeschichtenliteratur angefangen. Wenn man nach Amerika schaut, da werden Migrationsgeschichten in Romanen verarbeitet. Was muss passieren im deutschen Literaturbetrieb, dass man von diesem Klischee
Büchern wegkommt, dass man sagt, wir haben da jetzt eine Protagonistin, einen Protagonist, ich will mich gar nicht davon freisprechen, ich bin selber eine, dass man sagt, lasst uns doch die Geschichten dieser Menschen erzählen in Romanen, in Geschichten, so wie es in Amerika, ja, in anderen Ländern ist. Aber der Literaturbetrieb macht nicht die Bücher, sondern das sind einzelne einsame Menschen, die sich entscheiden, sich auf dies oder jedes Thema zu konzentrieren, die oder jene Figur in den Mittelpunkt eines Gedichts oder eines Zyklus oder eines Romans zu rücken. Und der Literaturbetrieb funktioniert insoweit gut, als man eigentlich damit rechnen kann, dass jedes ordentlich geschriebene Buch auch gedruckt wird. Das heißt, wenn solche Bücher geschrieben werden, dann kommen die auch, manche mit Hindernissen, klar, mit Übersetzungsproblemen vielleicht oder anderen Hindernissen, aber sie kommen raus. Das heißt, es ist eine Frage der Wahrnehmung dann, ob wir jetzt Kritiker haben, die sich, meinetwegen Literaturkritiker wie im Spiegel, die sich dann nur das Sensationelle eines Falles heraussuchen, aber Literatur keine Rolle spielt. Diese Bücher, die Sie vielleicht meinen, untergehen. Es gibt da sicher mehr, als wir alle denken. Und ist, wollen mich unterbrechen? Nein, nein, ja, bitte, nein, 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 bitte, bitte. Nein, nein, das wollte ich nur sagen. Also man kann jetzt das nicht dem Literaturbetrieb anlasten, sondern es sind diese Bücher sind da, man muss sie nur finden. Und es müssen die richtigen Leute am richtigen Ort darüber schreiben. Aber das kann man nicht steuern. Das ist die Freiheit dieses literarischen Lebens, wo Sachen ungerecht untergehen, das meiste einen Stempel bekommt oder einen falschen Stempel bekommt, dass Autoren ganz schnell in irgendwelchen Schubladen stecken. Das ist aber, man kann nichts dagegen, also Sie können als Autor darauf nur reagieren, wenn Sie weiter gut und ordentlich schreiben. Jetzt haben wir ja hier eine Autorin, genau, um die es geht und die sich ja, ja dagegen kämpft, in diesen Schubladen zu landen. Und vielleicht kannst du, Safir, uns mal... Kämpfen wir alle dagegen, auch ich. Vielleicht kannst du uns mal so aus deinen Erfahrungen erzählen, wie das ist. Wenn zunächst einmal geht es ja bei meiner Erfahrung um Lyrik. Das ist ja generell schon mal schwierig, da überhaupt anzukommen. Weil Sie jetzt sagten, jedes gut geschriebene Buch findet dann auch seinen Weg. Lyrik ist generell schwierig, aber mit einem fremdländischen Namen ist es doppelt und dreifach so schwierig. Das weiß ich und die Erfahrungen habe ich gemacht und umso motivierender ist es dann, Namen wie Aras Ödern auf schon gedruckten und wirklich gut verkauften, auf dem gut verkauften Markt dann wieder zu finden. 13.000 habe ich vom Literaturarchiv gehört, hatte es mich dann mal in 10 Jahren, viel kürzer, nach der ersten Publikation verkauft. Und zwar nur, was wir ein Jahr sehen, der Naunühnstraße. Übrigens ein toller Titel. War das schon im Manuskript drin, oder? Ja, den gab es schon so. Der ist, ich glaube, der ist vom Autor, oder? Ja. Also es ist jedenfalls genial, von wem auch immer. Ich glaube, der ist nicht von mir. Ich habe viele Titel gemacht, aber den nicht. Wir können. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, Entschuldigung. Nein, es ist ein fortwährendes Kämpfen, denn ich habe einen nicht biodeutschen Namen, ich habe einen fremdländischen Namen und behaupte aber allein, indem ich in der deutschen Sprache schreibe, dass ich Teil des deutschsprachigen Literaturbetriebs bin. So einfach kommen Sie da nicht rein. Da kommt auch die Generation, die jetzt Nachwuchsautor ist und nach mir ist und ich den Kampf vorkämpfe, versuche mit all den Kolleginnen und Kollegen, die überall aus der Welt auch hier ihre Heimat gefunden haben, unter anderem freizuschaufeln, auch so leicht nicht rein. Das ist ein fortwährendes Kämpfen und das merkt man auch, das ist, dass da jetzt mein Name steht und Dichterin, Schriftstellerin steht. Ich saß hier und habe mir das so angeschaut. Und das ist so schwierig, dass das passiert, dass das da stehen darf. Da, ohne Erklärung, ohne eine erklärendes deutsch-türkische... Nee, das ist überhaupt, oder? Ja, genau. So. Und ich verstehe sehr gut, was du meintest mit deiner Frage. So hatte ich das auch empfunden.
Wenn ich Themen wähle, wie beispielsweise Islam, und ich wurde unterdrückt in der Familie durch den Glauben, zum Beispiel jetzt, dann ist es einfacher, gedruckt zu werden. Das interessiert die Menschen. Wenn ich aber meine Liebesgedichte schreibe, dann kann das auch ein anderer Autor machen. Nicht wie ich, und ich kann nicht wie ich, und ich kann es nicht wie er. Das ist ja das Besondere, und niemand kann schreiben, ja, das ördern. Aber das ist was ganz anderes, dass man wie selbstverständlich, und da kann ich noch mal an die andere Frage von dir andocken. Wenn ganz kurz. Andocken? Genau, andocken. Wenn ich Schülern Aras Ödern Texte vorgebe, und neben diesen Texten gibt es auch Erich Fried und Mascha Kalecko, dann ist es, ohne dass der Schüler irgendwas weiß über den Inhalt der Texte, eine Selbstverständlichkeit. Das ist schon mal sehr viel vermittelt. Vielen Dank. Ich möchte noch eine letzte Frage. Wir können bis morgen früh hier reden. Toll, genau, wir wollen ja noch feiern, und da kommt ja auch gleich noch was ganz Tolles, eine ganz tolle Musik. Weil es so aktuell ist und weil mich das so interessiert, du hast gerade in Marburg die Schillerrede gehalten. Die war sehr persönlich, die war sehr staatstragend, du hast persönliche Dinge mit reingebracht. Wie viel Aras Ödern ist da reingeflossen? Naja, die selbstbewusste Haltung, ich würde sogar fast sagen, ein bisschen auch die bübische Freude daran, der Spaß daran, bei aller Nervosität, die ich hatte, weil eine Schillerrede ist mir nun wahrlich nicht an der Wiege gesungen worden mit dem Deutschfünfer bis zur vierten Klasse. Jemand, der in der Schule nie Schiller gelesen hat. Ich habe ja nicht Schiller gelesen, ich habe ja kein Abitur. Ich habe ja auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife erworben. Da hat man ein Jahr Deutsch. Das hat für Schiller leider nicht gereicht. Und habe dann eben, nachdem ich ich lasse das jetzt weg, das führt jetzt zu weit, aber nachdem ich eben den Anruf bekam, ob ich nicht die Schillerrede halten will, mir erstmal schier fast in die Hose gemacht, weil ich festgestellt habe, ich habe Ja gesagt und habe aber gar nicht Schiller gelesen. Also fing ich an wie ein Irrer, Fraktionssitzungen zu schwänzen. Ich habe mich nicht getraut, warum, weil das sind ja alles Leute, die haben Schiller in der Schule gelesen, und ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich muss jetzt Schiller lesen gehen. Unterwegs aber die haben Zug ihn vergessen. Aber die haben ihn vergessen. Auch für diese ist diese Rede. Soll ich Ihnen was sagen? Ist diese tolle Rede gut? Soll ich Ihnen was sagen? Danke sehr. Soll ich Ihnen was sagen? Das ist gar nicht schlecht, wenn man sich als Erwachsener manchmal nochmal mit Texten auseinandersetzt, die andere in ihrer Jugend gelesen haben. Also das spricht nicht dagegen, dass man sich als Jugendlicher damit auseinandersetzt. Aber es schadet auch nichts als Erwachsener. Also was meine ich mit dieser bübischen Freunde und mit dem Verweis auf Aras Ödern? Nämlich, ich komme jetzt zu jetzt, dass jemand, der so einen Ötzelbrötzelnamen hat wie ich, in Marbach, also wo der Schiller geboren ist, wo das deutsche Literaturarchiv steht, eine Schillerrede hält und die AfD das einfach aushalten muss. Das finde ich einfach eine solche Genugtuung. Versteht? Ihr Applaus beruhigt mich jetzt, weil ich dachte, das versteht wahrscheinlich niemand außer uns Ötzelbrötzeln hier, diese komische Öse im Namen haben. Aber das ist einfach, man hat ja morgens so, muss man sich ja motivieren, früh aufzustehen, vor den Spiegel zu stehen, ach du schon wieder. Und dann rasiert man sich und geht zur Arbeit und so. Und brauchst ja auch eine innere Motivation. Jetzt hat mir meine Fraktion nicht die Motivation gegeben, die ich gerne gehabt hätte. Also hole ich mir die Motivation darin, dass ich sage, euch Brüdern zeige ich's. Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Dankeschön meinen Gästen. Vielen Dank. Bitte schön. Ich darf noch einen letzten Programmpunkt, einen musikalischen Programmpunkt ankündigen. Er und Aras Ödern kennen sich über den Verleger Jörg Sundermeier. Er ist Robert Stadlober, Schauspieler. Sonnenallee, Crazy, Verschwende deine Jugend, werden Sie alle kennen. Und er ist aber auch Musiker. Wir haben es vorhin schon gehört, ich glaube, Sie haben es gesagt, Herr Lepper. Die Band Ideal hat 1982 ein Album veröffentlicht mit einem Gedicht von Aras Ödern, beziehungsweise zu einem Song gemacht. Aşk Mark ve Ölüm heißt dieser Song. Inga Humpe hat damals gesagt,
Für diejenigen, die den Song nicht gleich verstehen, sagte sie, wenn du wissen willst, wovon ich rede, wovon die Rede ist, musst du einen Türken fragen. Also ich werde jetzt nicht sagen, was Aşk, Mark und Ölüm heißt. Gleich beim Empfang suchen Sie sich einen Türken, fragen Sie ihn, er wird Ihnen das beantworten. Robert Schadlober, bitteschön. Ja, hallo, guten Abend. Nochmal. Im Original singt natürlich Aras Ören selber die Strophen. Ich bin wirklich nicht sehr gut im Türkischen, deswegen habe ich mir einen kleinen Kunstgriff erlaubt und eine Art Cut-up gemacht. Ich hoffe, Sie verzeihen, und zwar mit einem anderen Gedicht von Aras Ören, was auf Deutsch übersetzt vorliegt. Dementsprechend werden Sie gleich sehen. Also Kunst vorher zu erzählen ist Blödsinn. Was tun? Große Frage, kleine Antwort. Was für Leute waren das, die solche Straßen bauten, solche Häuser? Wo aus den Mauern immer nur neue Mauern kommen, Dächer, die sich übereinander neigen, darunter schläfrige Fenster, die auf die Wasserpumpen am Straßenrand glotzen. Wer waren sie, die mit Hacke und Schaufel, die mit dem Lineal all diese Sachen bauten? Wenn es für sie selber gewesen wäre, dann hätten sie es sicher anders gemacht. Dann würde, wenn du das Fenster öffnest, hell der ganze Himmel hereinfallen. Oder ein grünes Meer, Blumen mit süßem Duft, handgroße Schmetterlinge und unbeschreibliche Stille, die dich innen behaglich wärmt. So würden sie es gewollt haben. Aşk, Mark, ve ölüm. Aşk, Mark, die Häuser, die dich in der Naudinstraße ansehen, drehen dir mit der Vorderfront den Hintern zu. Wie stumpf gewordene Transportarbeiter, die Last nicht achten, die sie tragen. Erst wenn du in die Hinterhöfe trittst, dann fühlst du, dann schmeckst du, dann riechst du, was da in der Luft liegt. Dann merkst du, eher als in den Neubauvierteln draußen, wo ihre Isolierung größer ist, dass hier die Klasse wohnt, die diese Gesellschaftsregeln zerschlagen, auswischen und neu bauen wird. Was da in der Luft liegt, verschlingt alle sauren Schimmelgerüche. Horst Schmidt sagt: Ich weiß, die Welt liegt uns auf dem Hornhautbuckel. Wenn wir zur Seite gehen, fällt sie runter und zerknallt. Aber das wollen wir nicht. Wo wir so lange Jahre getragen haben, warum sollen wir sie in Stücke schlagen? Warum soll es für uns nach so viel Schinderei nur Scherben geben und Abfall? Wir müssen uns das alles genau überlegen, das sage ich dir. Wie wir es machen, alle zusammen, in den Fabriken und Häusern. Wenn der Weg auch lang ist, wir dürfen keine Angst vorm Laufen haben. Horst Schmidt, Frau Kutzers Nachbar, ist Schornsteinfeger. Seit anderthalb Jahren lernt er in der marxistischen Abendschule. Aşk, Mark, ve ölüm. Aşk, Mark, ve ölüm. Niyazis Augen sind an einem Plakat hängen geblieben. Mit großen Buchstaben steht da: Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Niyazi kaut zerstreut auf seinen Lippen, an der Wand die Schrift auf dem Plakat, liest er, bis die Buchstaben sich verwischen vor seinen Augen, so lang bleiben seine Augen dort stehen. Aşk, Mark, ve ölüm. Aşk, Mark, ve ölüm. Horst hat es nicht weit zu seiner Arbeit. Niyazi dagegen fährt eine Stunde.
Er hat jetzt wieder Tagschicht, doch sie macht genauso müde wie die Schicht nachts. Aber wenn zwei sich treffen, die sich kennen, und einer weiß vom anderen, dass man sich für dasselbe interessiert, vergeht die Müdigkeit schnell. Niyazi holt zwei Zigaretten raus. Vorhin habe ich Kasim in der U-Bahn getroffen, er hat lange rumgedruckst. Sie haben mich entlassen, hat er dann gesagt, und seinen Lohnstreifen rausgeholt. Da war nicht mehr viel drauf. Und Kasim roch nach Weinbrand. Kasim trinkt sonst nie, musst du wissen. Sowas passiert natürlich alle Tage. Aber bei Kasim hat es Peng gemacht im Kopf. Er hat begriffen, dass er nur Futter kriegt, solange er wie eine Kuh stehen bleibt und sich melken lässt. Aber jetzt weiß er nicht, was tun. Wie ihm. So gibt es Tausende. Niyazi raucht. Horst raucht. Ein Ball rollt zwischen ihre Beine. Ein Kind rennt an ihnen vorbei und schreit. Wir sollen mit dieser Straße anfangen, Niyazi. Wie andere in ihren Straßen anfangen. Hier wohnen wir und hier in dieser Gegend. In dieser Gegend sind wir viele, viele, die wie er, wie du, wie ich jeden Tag von neuem an die Wand gedrückt werden. Und viele wissen nicht, was tun. Dass das schwer ist, merke ich schon, wenn ich drüber rede. Aber allein geht es nicht. Wir müssen uns zusammentun. Allen zeigen, wie es heute ist und morgen, wie wir frei werden. Anfangen mit konkreten Beispielen. Die Tricks aufdecken, mit denen sie uns übertölpeln jeden Tag. Klar machen, dass sich nichts ändern wird, wenn wir unsere Sache nicht selber anfangen. Niyazis Augen halten sich fest an dem Plakat. Gut, aber sag mir, wie sollen wir anfangen? Manchmal werde ich selber mutlos. Du weißt ja, die meisten, die aus der Türkei kommen, haben ganz andere Klassenbegriffe. Viele fühlen sich noch nicht mal als Arbeiter. Sie kommen aus Dörfern, wo sie für die Großgrundbesitzer geschuftet haben wie Vieh. Wo soll man denn da anfangen? Ganz unten, Niyazi. Ganz unten. Erst einmal müssen wir ihnen zeigen, wie sie zu dem kommen, was ihr Recht ist. Sie müssen lernen, gegen die vorzugehen, die ihnen diese Rechte wegnehmen. Verstehst du? Eingaben machen sollen sie zum Beispiel. Forderungen stellen. Mit dem eigenen bisschen Deutsch. An jede Stelle schreiben. Und hingehen. Zu jeder Person, zu jeder Behörde. Überall, wo man ihnen das Recht wegnimmt, das ihnen zusteht. Das ist gut. Das wird ihnen, die immer nur ausgenommen wurden, Selbstvertrauen geben. Und Selbstvertrauen macht stark. Ja, die Menschen solidarisieren sich und machen sich klar, dass sie in einer Organisation zusammen sein können, die sie selber gemacht haben oder in der sie was verändern können, dass man von persönlichen Freiheiten nur dann was hat, wenn sie für alle gelten. Das müssen wir uns und den anderen klar machen durch das, was wir machen. Das müssen wir uns und den anderen klar machen durch das, was wir machen. Mark ve ölüm aşk mark ve ölüm und die Nauninstraße ist wieder eine Straße, in der sich was rührt. Anders als vor 70 oder 50 Jahren und noch unbeholfener als damals. Aber du kannst manchmal sehen, was du nicht erwartest. Arbeiter, Nauninstraßenbewohner, zusammen beim Bier, beim politischen Streit, unter derselben Fahne, Kopf an Kopf. Aschk, Mark, Wehölem. Und wenn jetzt ein türkischer oder griechischer Bewohner der Nauninstraße merkt, dass man ihm sein Recht nimmt, greift er zu Bleistift und Papier und packt aus bei der zuständigen Stelle, was in ihm rumort. Und so schreiben sie. Geehrter Herr, der Senator für Arbeit und Soziales, ich habe gelesen, was Sie in der Zeitung der IG Metall für uns geschrieben. Es freut uns sehr, dass Sie sich um uns kümmern. Wenn Sie erlauben, so bitte ich um eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Suchen Sie mir eine oder helfen Sie dabei vermittelnd? Jedes Tier braucht einen Unterschlupf, jeder Mensch eine Wohnung. Oder wozu haben Sie uns hierher kommen lassen? Mit Handkuss,
Ihr Ergebener. Sehr geehrter Herr Hoffmann, Arbeitsamt 2, nicht immer schreien, nicht immer Nein sagen. Ich bin nicht dein Diener, ich bin nicht Verbrecher, ich bin Arbeiter. Arbeiter arbeiten immer, Arbeiter zahlen Steuern. Du machen bitte meine Papiereordnung wieder. Herr Fabrikerkollege, Ausländer schlecht, du sagen, warum? Deutsch schlecht, Ausländer sagen, warum? Ich Mensch, du Mensch, du Arbeiter. Wir machen zusammen Geld für die Fabrika Direktör. Dankeschön.